Ja, moin zusammen. Ich hoffe. Warum geht das schon wieder nicht? Deswegen. So, jetzt müsste man auch Ingame-Sound hören. So, so langsam wird er doch. Ja. Es ist 14 Uhr, so wie angesprochen. Das heißt, wir werden jetzt so nach und nach langsam mal loslegen. Und weitermachen mit den Masterkapiteln. Jetzt gerade mal nachschauen hier, dass das alles im Hintergrund funktioniert. Moin auf jeden Fall an London, an AGB Killer, Wolfi Momo, moin, Holly Parler, grüß dich. Chinox, moin und Tobi auch, hallo. AGB Killer und London, ihr habt mir sogar noch ein Follow da gelassen vor kurzem. Das freut mich, vielen Dank dafür. EA hat bald keine Rechte mehr an Star Wars Spielen. So ganz richtig ist nicht. EA hat nicht mehr das alleinige Recht für Star Wars Spiele. Das ist der Fakt. Also sie dürfen weiterhin Star Wars Spiele machen, aber nicht mehr als einziger Publisher. Das heißt, andere Publisher wie zum Beispiel Ubisoft oder wer sonst noch damit arbeitet, der kann eben auch jetzt mitmachen und Star Wars Spiele produzieren. Hat dafür entsprechend dann eine Lizenz und nicht mehr nur EA allein. Und das ist halt eine sehr schöne Sache. Heißt es, SWTOR ausstirbt? Nein, wie gesagt, das bleibt offen. EA darf das weiter betreiben. EA darf auch weiter neue Spiele im Star Wars Franchise produzieren. Es ist halt bloß nicht mehr der einzige Publisher, nicht mehr das einzige Unternehmen, was Star Wars Spiele auf den Markt bringt. Das war ja in den letzten 10 Jahren so der Fall. Die neuen Battlefront-Teile, Star Wars Squadrons, Jedi Fallen Order, alles von EA gekommen und ab übernächstem Jahr wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir auch mal von anderen Entwicklern, von anderen Studios entsprechend Spiele im Star Wars Franchise sehen werden, was ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Diversität reinbringen dürfte. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Moin Lukas 1608, grüße dich. Danke Chinox auch für den Follow. So, genau. Ich noch irgendwas sagen? Irgendwie fehlt mir hier an dieser Stelle. Ne, das ist die richtige Seite, aber warum? Das wollte ich haben. Ja, das ist okay. Gut. Dann, ihr seht nichts, ne? Jetzt seht ihr was. Hoffe ich. Technik funktioniere. Dankeschön. Genau. Das heißt, wir sind wieder auf unserer Hexe hier unterwegs. Ich mache den Chat wieder aus. Dann kann man ein bisschen mehr sehen. Und wir wollen uns natürlich auch aufs Spiel konzentrieren. Sagten, wenn Ubisoft auch Star Wars Spiele produziert, kann SWTOR ausstellen. Es darf nur ein SWTOR MMO geben. Davon habe ich noch nichts gehört. Davon habe ich noch nichts gehört. Es kann natürlich sein, dass wenn jetzt beispielsweise Ubisoft ein neues Star Wars Spiel auf den Markt bringt, was auch so einen MMO-Anteil mit drin hat, also ein Mehrspieler-Online-Spiel ist, dann kann es gut sein, dass das sind die falschen beiden. Dann kann es gut sein, dass eben Leute auch von Star Wars weggehen, von SWTOR. Klar, da muss dann eben der Entwickler BioWare drauf reagieren und sagen, okay, wir müssen irgendwie das Spiel attraktiv halten. Aber dass es nur ein MMO geben darf, ist, glaube ich, nicht. Also habe ich bis jetzt jedenfalls noch nichts von gehört. Ne? Kann natürlich trotzdem irgendwas sein. Aber da habe ich noch nichts von mitbekommen. Wir nehmen mal den ganzen Müll hier mit, was man so braucht. Wir nehmen auch noch ein paar Credits mit, logischerweise. Falls wir was reparieren müssen, was wir mit Sicherheit ja irgendwann müssen. Kommen wir gar nicht drum rum. Moin Susanno. Moin Scuffing, grüße dich. Kogisch ist auch am Start. Servus. So. Dann habe ich da noch was vorbereitet. Jetzt muss ich hier wieder das andere Fenster ausrufen. Aus irgendeinem Grund wird die Eventliste schon wieder nicht angezeigt. Das nervt ein bisschen. Kann ich die mal bitte neu starten? Kommt da was? Eigenschaften. Nein? Okay, cool. Denn Maxwell One Piece folgt mir und Faustblitz hat auch ein Follow dagelassen. Vielen Dank dafür. Und ich werde mal ganz kurz dafür sorgen, hoffe ich jedenfalls. Bedümm. Ja, Fehlermeldung. Schlimm. Wo ist denn hier die? Da ist die Eventliste.
Hinzufügen. Ah ja. So. Ein bisschen kleiner. Auch ein bisschen kleiner. So. Okay. Das gefällt mir schon besser. Warum habe ich die jetzt zweimal hier drin? Ach. Wow, die verschwindet auch einfach nicht. Wait. Ach, ist doch zu. Genau. Was ich eigentlich zeigen wollte. Ah, so. Ich habe nämlich was eingebaut, das ihr auch sehen könnt, damit wir ordentlich mitzählen können, wie oft ich schon draufgegangen bin. Das heißt, das wird oben angezeigt und ich kann entsprechend, wenn ich hier auf eine Taste drücke, dann müsste sich das da oben jetzt auf 2 ändern. Hoffe ich. Ja, Verzögerung, da ist es. So, wunderbar. Okay, also das funktioniert. Dann gucke ich mal, dass ich das wieder auf 1 runterkriege. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist alles noch sehr viel mit Testen hier verbunden, aber gut. Es wird Star Wars in anderer Form vielleicht geben, vielleicht auch in verbesserter Form als SWTOR, weil BioWare gerade nicht unbedingt alle Fehler eingesehen hat. Warum geht das nicht runter? Das ist richtig. Und irgendwie ja, EA, BioWare auch immer wieder. Da, jetzt sind wir wieder auf 1. Also EA hat BioWare auch immer wieder zurechtgestutzt und sozusagen mal die Leute abgezogen für andere Projekte und sowas. Und BioWare hat natürlich auch im Hintergrund noch anderes zu tun. Soweit ich weiß, sind die auch an einem Mass Effect noch mit dran. Und da kann es natürlich auch mal wieder sein, dass sie plötzlich sagen, pass auf, alle Entwickler rüber zu Mass Effect und da arbeiten oder so ein Kram. Oder sollte nicht auch noch ein Dragon Age 4 kommen oder so ein Kram? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ständig wird da irgendwie Personal hin und her geschoben, was natürlich relativ ätzend ist für ein Unternehmen, was irgendwie sich auf ein laufendes Spiel natürlich auch konzentrieren muss, ne? Also SWTOR ist ja nichts, wo du einmal was reinsteckst, sondern wo du halt ständig was reinstecken musst. Und wenn dir dann ständig die Leute weggenommen werden für irgendwelche anderen Projekte, ist natürlich doof, ne? Nicht nur für das Unternehmen, sondern natürlich auch für die Spieler, die das Spiel spielen. Spirit of Vengeance ist ein kleines Nebenupdate gewesen, dafür war das ziemlich viel. Also, das sollte ja eigentlich auch schon im Sommer kommen in dem Umfang. Aber das hat sich ja verzögert. Wäre das im Sommer so gekommen, wäre das eigentlich ganz gut gewesen. Wann kommen neue Duxun-Videos? Ja, die Trandos und Huntmaster stehen ja noch im Nightmare aus. Es kommt auf jeden Fall, also von den Trandos, ich weiß gar nicht, ob ich da eine sinnvolle Aufnahme da habe, weil das oftmals leider noch ein Wipefest ist. aber da kommt auf jeden Fall noch mal was. Auch wir gucken uns auch den SM nochmal grundlegend an und ein HC schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Todescounter, so ist es. Ja, am neuen Dragon Age wird gearbeitet und Mass Effect. Genau, Mass Effect gab es einen neuen Trailer und das ist halt so die Sache. BioWare sollte ein Stammteam haben für SWTOR, siehe Blizzard. Ja, das wäre eine gute Sache, aber ne, BioWare gehört halt EA und wenn EA sagt, nein, ist nicht, dann muss BioWare halt irgendwie mitspuren. Ne? Das ist halt das Doofe. Bei Blizzard hat man das Problem halt erkannt und hat sich darum gekümmert und hat das so aufgebaut. Und bei. Brauche ich gar nicht. Und bei BioWare ist das halt nicht der Fall. Was natürlich ein bisschen unpraktisch ist. Nicht so groß wie KOTOR, KOTFIR, das war ein geiles Update, aber nur für macht. Ja, natürlich. Aber KOTFIR zum Beispiel war auch 5, also 4.0, der 5.0, das war jetzt ein Nebenupdate, 6 Punkt irgendwas. Ne, wenn 7.0 wieder rauskommt, dann muss natürlich auch wieder ein bisschen mehr kommen als ein Flashpoint und ein bisschen Story, klar. Moin Freitag, schön mal wieder was von dir zu hören, dich gibt es also auch noch. Wir fangen an mit den Kapiteln. Wir müssten bei Kapitel 4 jetzt sein, die Gravestone. Im Meistermodus, logischerweise. Bin ich sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Auf geht's. So, also der eine Counter, der eine Tod. Ihr wisst es, oder hoffentlich wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es, keine Ahnung. In Kapitel 3 habe ich in der Druidenfabrik einen silbernen unterschätzt. Und ja, da haben wir zu viel gewollt, sind wir draufgegangen. Was heißt wir? Ich. Fröhliches Sterben wird wohl da sein. Ja, ich fürchte es auch. Gehen die Kapitel im Veteran alleine? Natürlich. Sie gehen auch im Meistermodus alleine. In KOTOR haben sie die Raid-Community verloren. Ich denke mal, du meinst KOTET oder KOTFIR. Also ja, auf jeden Fall. In den beiden Updates kam halt überhaupt nichts. Und da haben sie natürlich haufenweise Leute aus dem PvE-Bereich verloren. Keine Frage. Okay. Wir sind auf Sakul abgestürzt und sind hier unten im Swamp jetzt im Sumpf.
Doch eine Obscots, naja gut, das kam ja erst nach Kotet. Das kam ja erst mit einem Update von 5.2 oder so Mist mit EU-Card. Also das war ja nicht direkt Kotet. Also, na, das ist ja schon. So, Moment, wir sind hier natürlich jetzt, es ist instanziert hier noch. Das heißt, hier sind die Ads hochskaliert, beziehungsweise halt im Meister, auf Meisterschwierigkeit. Viel in diesem Kapitel findet ja auch draußen statt, also wirklich in der freien Spielwelt. Da kann man das natürlich nicht so gut skalieren. Ich nehme jedenfalls an, dass das so ist. Ich habe natürlich keine Ahnung, ich habe das noch nie getestet. Gucken erstmal, dass wir rauskommen. Ohne irgendwas zu pullen. Man kann ja einiges umgehen hier. So, jetzt sind wir nämlich in der Open World. Und hier müssten ja rein theoretisch für alle Leute die Schwierigkeiten gleich sein. Egal auf welchem Level du das Ganze machst. Ich meine, wir können das mal ganz kurz testen hier an der Stelle. Okay, die sterben halt einfach auch zu schnell. Ja, gut. Aber wir sollen Bestien killen, das können wir mal machen. Und, obwohl für einen Bonus mache ich einen Bo Ach, ich mache doch keinen Bonus mit. Wir gucken mal, dass wir hier schnellstmöglich durchkommen. Wir wollen viele Kapitel schaffen. Das heißt, wir werden immer mal auf die Karte gucken, damit wir hier uns auch zurechtfinden. Skytroopers. Ja, da hat man es gesehen. Die machen, ja, guckt euch das an. Die machen halt keinen Schaden, ne? Das waren drei Schüsse oder sowas von dem. Im Meister, in der Instanz hätten die einen einfach gekillt. Irgendwie zumindest auf 50% runtergebracht oder so. Hatte mit Umzug und der Lage ganz gut zu tun. Aber schön, dass mal wieder passt. Kotet war 5.0. Kotfe. Fallen Empire war 4.0 und Kotet war 5.0. Da kam, also wie gesagt, in beiden Sachen kam weder für die PvPler noch für die PvEler wirklich was. Das war eigentlich alles Solo-Content. Im Nachhinein haben sie dann festgestellt, dass nur Solo-Content jetzt auch nicht die Lösung ist und haben es entsprechend angepasst. Beziehungsweise haben halt ja, neue Inhalte gebracht. Onslaught Expansion war sehr kurz. Naja, war ein bisschen über eine Stunde, glaube ich, ne? An Spielzeit. Und dazu die neue Ops. Ja, das ist halt so, ne? Die Sache ist halt, muss man wahrscheinlich auch immer ein bisschen vergleichen. Zum einen wollen die Spieler natürlich jetzt möglichst viel Story haben, ne? Man möchte auch ein bisschen was erleben. Andere ist die Story aber egal. Sie möchten Maximum möglichst zwei neue Operationen in jedem Update haben und Flashpoints. Und die PvEler möchten natürlich neue PvP-Maps und Modi vielleicht auch, neue PvP-Modi. Da alle zufriedenzustellen innerhalb eines Updates ist halt auch ein bisschen schwierig, gerade wenn dein Team bloß aus 30 Leuten besteht. Schwierig. Machst du Parser noch an? Ja, das kann ich machen. Das können wir machen. Da müssen wir ganz kurz machen. Warten hier, dass der startet. Und dann machen wir den an. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier eingestellt ist. Personal Stats. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob ihr das seht. Mal ganz kurz gucken, bis das aktualisiert. Nee, sieht ihr nicht. Es ist belastend, dann müssen wir das anders machen. Wie machen wir das am dümmsten? Wir machen das wie folgendermaßen. Aber wir fügen hier das hinzu. Schreiben können wir auch nicht mehr. So. Genau, den will ich haben. Okay. Das heißt, jetzt müsstet ihr das sehen. Raid Damage und Raid Healing können wir auch machen. Haben wir ausmachen, haben wir keine Infos zu. Und dann packe ich euch hier unten den Parser hin. Das müsste passen. Muss ich mal gerade gucken, dass das hier aber funktioniert, dass das hier ganz nach unten geht. So, dann seht ihr nämlich auch wieder die sowohl den Kill-Counter hier oben, da und die Eventliste hier unten. Okay. Aber diese Sonderwünsche hier, schlimm. Wir sind instanziert. Und wir haben HK bei. Und der hat 22. Shit, das ist nicht viel. Weil soweit ich weiß, kommen hier einige Viecher, die ein bisschen was drauf haben. Da müsste ein Ranker kommen nachher. Na, mal gucken.
Man hätte mal Electric Bunny natürlich mitskillen können, ne? Kann man über die Kicks sich die ganzen auf Range halten. Ist vielleicht hier für die Situation gar nicht mal so schlecht. Okay. Das ist ja alles eingestellt hier. So. Ich mag Story Content am liebsten. Ja, genau. Dann bist du halt einer aus der Fraktion, der gerne Story Content spielt. Ich bin bei Story Content meistens. Spiele ich das einmal und dann ist halt gut. Oder vielleicht noch auf der Rap-Seite einmal und das ist es dann aber eigentlich. Hatte ich da nicht eben noch einen Proc drauf? Ah ja. Ja. Das war ein Brancor. Deswegen ist Story jetzt so, ne? Dann lieber andere Sachen, die einen länger binden, wie Operationen oder ähnliches. Gibt ja mal wieder Gerüchte um KOTOR 3. Ja, wobei, ich weiß nicht, da habe ich auch gelesen, dass das irgendwie nur so eine Art Revamp sein soll, also sprich eine Neuaufsetzung von KOTOR, damit das Ganze, also praktisch einfach einen Remaster oder sowas. Kann man den stunnen? Ja, den kann man stunnen. Dann machen wir das einfach mal. Okay. Dann quatschen wir mit HK. Letztes Story-Update war gut. Warum hast du nicht Auto-Looting drin? Weil mich das nervt. Das gab mal eine Zeit, wo Auto-Looting ziemlich verbuggt war. Und da hatte ich das ausprobiert und habe es dann einfach gelassen. Und seitdem habe ich mich nicht mehr damit anfreunden können. Deswegen habe ich das nicht dran. Unlucky, dass sie nur zwei Ops-Designer haben. Yep. Deswegen kommt da ja auch relativ wenig. Aber das ist in anderen Spielbereichen ja ähnlich, dass sie da eben nicht so viele Leute haben. Mal gucken müssen, wo sie bleiben. Kommst du denn her? Friss den. Wow. Kettenblitz ist so schon. Echoes of Vengeance fand ich besser als Onslaught. Ah, okay. Ja, das war ja ist halt ein anderer Story Arc. Ich weiß nicht, das müsste man sich vielleicht mal angucken, ob sie da auch stilistisch anders gearbeitet haben oder ob sie vom Stil her ähnlich gearbeitet haben. Und ja, Hardcast brauchen wir aber nicht anfangen. Also, dass man die unterschiedlichen Schreibstile in der Story auch erkennt oder ob das tatsächlich ungefähr gleich ist. Von der Storyline her ist es natürlich immer Geschmackssache. Ne? Mag man das jetzt rund um den Imperator? Ich meine, das war schon stilmäßig ziemlich gut gemacht. Das Ende mit dem Imperator, keine Frage. Aber ich bin auch sehr gespannt, was sie aus Malgus noch machen. Da ist auch viel Potenzial drin. Muss man natürlich sehen. Okay, wir sind an der Gravestone angekommen und müssen jetzt die einmal aufräumen. Ich spiele Story-Updates immer mehrfach, verschiedene Klassen und Entscheidungen, will fast jede Reaktion sehen. Ja gut, ne? Wie viel Leben haben die 30k? Unten sind Ignites. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt noch kam, irgendwie an Bossen oder so. Das Kapitel ist schon wieder so lange her. Ja, Hardcast, Kettenblitz. Was mache ich eigentlich schon wieder die ganze Zeit? Schlimm. Erstmal wieder reinkommen in den Hexer. Man könnte eigentlich, das sind ja so viele Add-Gruppen hier an der Stelle, könnte man eigentlich Elemental Convection bauen. Mitnehmen. Was ist denn nun los? Wow. Das war mal ein Ruckler. Nicht schlecht. So. Aber die machen ja doch ein bisschen Schaden. So. An sich. Aber mit dem AOE-Bild sollte das passen. Wir brauchen mehr Content zu den HK-Druiden. Habe ich voll dabei. 3.0, einfach Solo-Story und eine Op mit ihm. Ja, wobei 3.0 hat ja sogar zwei Ops gehabt. Das fand ich, das war ja noch besser. Malgus Op-Endboss, das wäre ja auch mal wieder was. Dann hat er einen Flashpoint einen eigenen, er hat Story einen eigenen Teil und er hat,
Den, und er hat eine Ops noch. Wäre schon ziemlich cool. Und dann gibt es noch eine Statue von ihm. Bin jetzt schon mal gespannt, wie die Story weitergeht. Wahrscheinlich direkt mit Malgus weiter. Aber bin gespannt, wie sie Geist von Satyrshahn zu Malgus nach Ärger. Ja. Generell, dass Satyrshahn halt irgendwie doch wieder mit im Spiel ist, muss man halt auch irgendwie in den zukünftigen Updates mit bedenken. Haben wir noch einen Proc gekriegt, dann können wir da noch ein bisschen AOE reinsetzen. Na, na, och. Ging natürlich ins Line of Sight. Kam hier jetzt ein großer Ignite? Ah ja, da kam der große Ignite. Okay, dann gehen wir wieder zurück aufs Dawnwatch. Das Wasser rechts ist tödlich, habe ich getestet. Da ganz rechts. Ja, okay. Man sollte vielleicht auf den Plattformen bleiben. Ja, da gucken wir mal. Okay, da kommen kleine Ads. Kann man den stunnen? Den kann man stunnen. Dann tun wir das jetzt mal. Und dann gibst du noch einen Kettenblitz rein. Das sollte eigentlich alles killen. Gut. Haben wir auch geschafft. Oh, das kann man zerlegen. Das machen wir natürlich. Das hier, ja, das da bin ich voll dabei. Das ist tödlich. Das sehe ich ein. Das müssen wir nicht testen. Malgus in der eigenen Ob. Ja, das wäre schon cool. Ja. Ja, komm, die beiden quatschen. Juckt mich nicht, nee, ich geb mir einen neuen Boss. So, jetzt müssen wir an dieser Stelle. Wir helfen Lana. Ist vollkommen egal, aber wir müssen an dieser Stelle jetzt ja verschiedene Sachen draußen einsammeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann müssen wir es verteidigen und dann kommen nochmal ein Walker und nochmal ein paar Sakul Knights oder sowas. So langsam kommen die Erinnerungen wieder. Und mal gucken, wie das mit dem Walker wird und mit den Sakul Knights. Bin gespannt. Wenn die eine neue Op machen, dann aber welche mit Skill und ohne Range-Mechaniken. Was meinst du mit ohne Range-Mechaniken? RNG, sorry. Ja, ich habe das als Range gelesen. Ohne RNG-Mechaniken. Ja, wobei ich finde, wenn es gut gemacht ist, dann ist so eine RNG-Mechanik gar nicht so schlecht. Siehe halt Tithe zum Beispiel. Du kannst dich halt null darauf vorbereiten, du musst halt reagieren. Und das zeugt durchaus von Kompetenz, wenn du das drauf hast. Aber es muss halt funktionieren, ne? Und gerade sowas wie Positionsaktualisierung, siehe Huntmaster, ne? Wenn der Bull mal wieder mittig auf ihn zuläuft und halt durch den Boss läuft oder halt im letzten Moment doch noch einen Rechtsbogen macht und außen rum fährt. Sowas sollte halt nicht passieren. Jedenfalls nicht bei einer Op, die schon über ein Jahr draußen ist. Und trotzdem passiert es halt. Also wenn es gut gemacht ist, kann RNG durchaus für mehr Komplexität und mehr Schwierigkeit sorgen. Was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Dann bekommen wir die nächste Malgus-Statue. Yep, dann kannst du eine ganze Festung nur mit Malgus-Statuen vollknallen. Und die sind alle unterschiedlich. Gibt ja schon zwei. Dann noch einer als Commemorative, als Ops-Boss, wenn er noch ein bisschen anders aussieht. In epischer Haltung oder so. Oder er trifft halt nicht. Genau. Oder er steht halt mittig vorm Boss und trifft alle Adds und den Spieler, der dahinter steht, aber nicht den Boss selbst. Ja. Huntmaster ist toll. Nee, deswegen, also RNG so ein bisschen Zufälligkeit mit reinbringen, welche Adds spawnen oder welche Fähigkeit als nächstes kommt, dass er keine fixe Rotation hat, auf die man sich einspielen kann, dass man da Choreografien gestalten kann, sondern dass man eben da doch ein bisschen flexibler sein muss. Eigentlich eine ganz gute Idee. Moin McKay, grüß dich. Wer will denn Malgus-Statuen, wenn man einen Darth Maul-Altar hat? Ist ein guter Punkt. Malgus ist trotzdem ziemlich cool. Also Darth Maul, ja, würde ich auch noch zwei Statuen nehmen. Aber die Sache mit Malgus, da sind auch schöne Sachen. Jetzt kommen ja diese ewig langen Storyteile noch dazu, ne? Habe ich. Ich habe. Ja, das.
ist das zum Klicken? Da ist das zum Klicken. So. Ihr hört, ich skippe durch. Ich will eine von Valen. Gibt's keine von Valen? Gibt's da echt keine Statue von Valen? Es gibt doch eigentlich von alle, auch aus den Coated und Kotfe Sachen, gibt's eine Statue. Ne, es gibt die bloß als Holo. Arkan gibt es. Ich meine, hier Eric Jorgen und so ein Kram gibt es halt auch. HK hat eine gekriegt. Gold Renault hat eine gekriegt. Hier Kalio hat eine gekriegt. Warum hat Valen keine gekriegt? Es gibt ja auch eine vom Imperator. Valkorion hier. Warum gibt es keine von Valen? Ich notiere mal. Warum gibt es keine Statue von Valen? Kann man ja mal nachfragen. Würde ja durchaus Sinn machen. Ich meine, haben alle eine gekriegt. Gibt es auch eine von Senja? Es gibt auch eine von Senja, oder? Direkt nochmal nachgucken. Nee, gibt es auch bloß als Personal, was du hinstellen kannst. Schreiben wir Senja mit dazu. Dafür hat einer die Ätze geklärt. Sehr schön. Können wir gleich klicken. Ich würde sagen, eine Statue vom jungen Malgus mal feiern. Also wo er noch nicht die Atemmaske trägt. Ja, wie in dem Trailer auf Alderaan. Da hat er die ja noch nicht. Das wäre doch mal was. Erstmal im BioWare schreiben, wir brauchen mehr Statuen. Ja, natürlich. Eine Statue von mir wäre nice. Oh, wenn sich der Spieler eine eigene Statue machen kann? Wenn sozusagen die Statue einfach immer... Warum höre ich eigentlich nichts? Habe ich den Sound ausgemacht? Habe ich. Wenn man sozusagen einfach die Statue of, weiß ich, wie hießen wir? Of the Outlander oder sowas. Und dann siehst du da halt dich in deiner aktuellen Rüstung. Zweite Zeile auf dem guten Zettel. Ich sehe schon, ich brauche gleich einen neuen Zettel, denn, der Stream hier ist tatsächlich eher eine Good Idea Machine. Wäre aber too much. Warum? Wieso? Das wäre doch eigentlich ziemlich cool. Ich meine. Ah, jetzt sind ja die ganzen Ads hier respawned, natürlich. Ich meine, könnte man in der Festung, ne, so richtig narzisstisch ein Bild von sich selbst dahin hängen? Was spricht dagegen? Alter, der hat aber auch Schaden gemacht. Ach, wir sind jetzt ja nicht, wir sind ja in einer anderen Höhle hier. Ja. Wir sind ja in einer anderen Höhle. Ich hab die Pein vergessen. Ich kann Hexer spielen. Kann man hier hinten irgendwie abkürzen? Ohne, dass die einen sehen. Ah, zumindest eine Gruppe. Du bleibst erstmal stehen. Okay. Ah, der Kettenblitz ist nicht rausgegangen. Das ist schön. Electric Binding wäre vielleicht an der Stelle tatsächlich gar eine schlechte Idee. Dann gucken wir mal. Force Speed Reduction ist trotzdem gut. Das können wir, glaube ich, mal rausnehmen. Was hatte ich denn hier unten jetzt geskillt? Damage Reduction, das im Laufen casten. Was hatte ich denn hier noch mit? Movement Impairing Effects. Organizing Cleanse, das auf jeden Fall nicht. Facebook Return macht. Energy Preservation. Damage Reduction, die hier hatte ich mit, ne? Damage Reduction auf dem Self-Heal. Gut, jetzt haben wir zwar nicht mehr das Zurückwerfen auf dem. Siehst du. Auf dem Dings, aber das brauchen wir. Jetzt brauchen wir es vielleicht auch das Electric Buffball, das kann man auch bei dem benutzen. Hehe.
Und bevor du irgendwie auf dumme Ideen kommst. Jo! $70.000 mit einem normalen Angriff. Das ist doch mal geil. Oh Gott, ey. Viel zu programmieren. Eigentlich nicht wirklich. Du machst halt eine festgelegte Pose und sagst halt, das soll die Rüstung des Spielers darstellen. Ich meine, ja. Müssen wir nicht hier hin? Ach nee, wir müssen hier hinten hoch, ne? Ja, also sie haben schon aufwendigere Sachen hingekriegt, sage ich mal, ne? Mit eigener Statue wäre eine mit dir in der Mitte und Lana und so drumherum. Also sozusagen eine Allianz-Gedenkstatue, ja. Das wäre was. Routen fürs Festungspersonal. Yep. Speak to Lana. Achso, da muss ich vom Gleiter runter, wa? Hallo? Um mal eine Idee aus ESO zu klauen. Ja, durchaus, durchaus eine interessante Sache. Generell Personal, was sich bewegt, wäre schon ziemlich cool. Also mehr als das, was die sonst so machen. Also atmen und auch vom linken auf dem rechten Bein treten. Speak to Koth on the Gravestone. Gibt's hier nicht? Hier gab's doch irgendwo Shuttlepad. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Warte mal, hier geht's raus. Endless Swamp. Ja, doch, aber wo war der? Hier müssen wir rein. Das bringt nichts. Gut, dann fahren wir halt hier raus. Habe ich nicht extra dafür Razors Kickstart mitgenommen? Achso, ja, man müsste es auch ausrüsten, wa? Hier habe ich das Gefühl, es läuft nicht so gut. Fahren wir einfach so mit dem Gleiter. Habe ich denn doch Performance-Einbrüche, interessanterweise. Oh ja. Bevor wir hier noch gegen einen Baum fahren und sterben. Oben bei der Missionsanzeige. Ja, dankeschön. Das ist ja noch besser. Aber oh, wirklich eine Gravestone. Sehr schön. Traumhaft. Tür auf. Nochmal Tür auf. Dankeschön. Nochmal Tür auf. Mehr Personal für Festung. Deko-Paket mit 30 verschiedenen Personaloptionen ausbringen. Hat man ein paar Kartellmünzen, mehr kostet. Man gibt denn so viel Personal, was als Deko auf der Flotte steht und du nicht anklicken kannst. Ja, das könnte man einfach mit integrieren, ne? Naja. Babbel nicht. Collect Scattered Starship Parts. Also wieder raus hier. Ups, da habe ich einen Magus durch die Gegend gestellt. Jetzt könnte man aber tatsächlich, weil wir müssen hier raus und hier suchen. Das heißt, da könnte man sich nach da oben teleportieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal schauen. Wow, okay. Da muss ich mal das andere Ding aufmachen hier. Also, Freitag hat ein Follow dagelassen. Schattentroll auch. Attaco hat ein Follow dagelassen. Dillschnitter hat ein Follow dagelassen. Tarantor, Nakiri und Mike Malik 21 auch. Es Hauch 2 und Chiuri und Black Sheep 0201 ebenso. Und in diesem Moment auch noch Frankie. Vielen Dank dafür. Und J.R. Lazier. Wie auch immer man, jeder seinen eigenen Namen. Muss man ja auch ab und zu mal sagen hier, ne? Wunderbare Sache, freut mich, dass ihr da seid. Und für das Follow bedanke ich mich natürlich. So, dann wollen wir mal schauen. Starship Parts sollen wir sammeln. Ah, da vorne beginnt der Kreis. Dann müssten ab hier ja irgendwo mal welche rumliegen. Ja, ich habe auch schon welche gesehen. Dann sammeln wir doch mal.
Jetzt haben wir Koth bei, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass die Companions ständig wechseln. Aber gut. Wir brauchen meiner Meinung nach mehr Dekus, die Musik spielen. Eine funktionierende Band wäre das Optimum. Ja, Deko kann man, glaube ich, generell immer mehr gebrauchen. Aber ja, mit Musik hatte ich, glaube ich, neulich auch schon mal was. Da hatte irgendeiner auch in den Kommentaren angesprochen, dass er sich ein bisschen mehr Musik wünscht, sowohl für die Dekos, für Festungen, als auch für, so als Mission, so zum Thema Musik. Mit dem Dot gekillt. Liebe geht an alle raus. So ist es wohl. Ah ja. Elemental Convection. Ich hätte vielleicht mich erst heilen sollen. Ah ja. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Ich dachte, da steht vielleicht noch ein Dritter. Aber egal, die Gruppen werden vielleicht auch größer. Da kriegen wir da einen her. Doppelprock, sehr schön. Ich nehme an, wir haben gerade mal zwei richtige Dekos, die Händler herstellen. Ja. Das ist auch so eine Sache. Genau. Und wenn man sich so manche Festungen anguckt, dann stehen da halt auch verschiedene Händler drin. Aber das sind, weißt du, da nimmt man halt alle möglichen Leute, die man halt dann als Händler einfach nutzt. Aber es gibt halt nur wenige, die wirklich Händler sind. Das ist halt ein bisschen wenig, ja. Ja, das mit der teuren Sache ist natürlich immer so eine, oder mit der Teurigkeit. Ja, mit den Preisen ist halt immer so eine Sache, ne? Kommt alle her. Ihr wollt alle AOE abkriegen. Stirb halt einfach. Ja, die preisliche Lage ist halt immer ein bisschen schwierig. Ein Ignite. Jetzt ist die Frage, spawnt der Adds oder spawnt der nicht Adds? Warum muss der jetzt direkt sich neben die verdammten Lurker stellen? Wird es anstellen, dass es günstig wird? Preise macht auch der GHN. Ja, natürlich. Die Preise sind von den Spielern festgelegt, zu vielen Teilen, ne? Ja. Wir gucken mal, dass ich die erstmal gezogen kriege hier. Da setze ich jetzt keine AOE rein. So. Jetzt nochmal die Frage: Spawnt der Adds oder spawnt der keine Adds? Ach, weißt du, wir gehen einfach mit dem Tactical und dann ist gut. Bleib auf Abstand. Und noch einmal die Runde und dann haben wir es schon. Oh, wow, ein Tech-Fragment. Super, danke. Vielen Dank. Nein, macht er nicht. Sehr schön. Dreadseed Weapon Tuning, was im Flash Sale ist. Im Flash Sale. Ach so, für heutigen Flash Sale. Ja, ist halt ein Tuning, ne? Tuning ist halt Müll. Also, ein optischer Effekt, dafür gebe ich keine Kartellmünzen aus. Also, ist halt wirklich bloß ein Effekt und auch nur auf einer Waffe dann immer, ne? Wenn du es nicht freischaltest. Ist generell Schrott. Da verlangen manche Leute für Mac Shark Konzertbühne 10 Millionen, aber für Personaldeko, die macht sich maximal den Wert von vielleicht 1 Million, hat 60 bis 70. Ja. Das ist so die Frage. Wow, nice. Guck mal, ein Spambot. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Cool, oder? Wo ist denn? Achso, das ist Twitch. Ah ja. So, du. Sperren. Melden. Spam. Weiter. Bot-Konto. Schädliche Links. Ja.
Schließen. Gut, im Angebot ist hier das Dreadseed Weapon Tuning. Also das Furchtsamen. Wie hießen die Dinger? Waffentuning. Furchtsaat. Oder hieß das Furchtsaat? Ja, so ungefähr jedenfalls. Das Waffentuning davon jedenfalls. Ist halt ein optischer Effekt, der auf der Waffe drauf liegt. Das wollte ich machen. Können wir ganz kurz hier angucken. Okay, es geht tatsächlich bei der Corruptus Blade nicht wirklich. Das ist jetzt unpraktisch. Da gehen wir mal kurz in die Collections und holen uns mal ein normales Lichtschwert raus, wo man das vielleicht auch erkennen kann. Preview. So, ne, da habt ihr vorne halt dieses. Ja, Schreckenssaat. Schreckenssaat. Genau, so ist das. Der ist halt vorne so ein Effekt auf der Waffe. Ganz ehrlich, also es gibt da Effekte, die blitzen vor sich hin und die machen Holo-Schild und so ein Kram. Das sieht deutlich interessanter nochmal aus, als ob du da so einen Drecksklumpen dran hast. Und das sieht halt wirklich nicht anders aus als ein Drecksklumpen. Schaut euch das an. Ja. Von den höheren Preisen profitiert zum Beispiel MMOGA wegen Credit-Verkauf. Ja, ich meine, das ist ja nichts Legales so gesehen, das Credit-Selling. Aber natürlich, die Leute kaufen das halt, ne? Das ist ein Problem, wo irgendwie BioWare mit klarkommen muss. Das ist nämlich keine so geile Sache. Bisher gab es nur 23, die Tuned fand die anderen hatten. Nur 23. Ich glaube, ich habe kein einziges Tuning. Zurück zu Gravestone. Ist ja der Schreckenssaat. Blitzwaffentuning ist geil. Das, was der aus dem Buckel wächst. Ja, genau. Ist komisch. Speak to Hacker. Ja. Investigate strange sounds. Jetzt weiß ich gar nicht, was hier kam. Eigentlich hat man doch mit... Ja, das ist so die Sache. Ich weiß nicht, wie die rechtliche Situation da an der Stelle ist. Ob BioWare da sozusagen einfach hingehen kann und die dafür sperren kann. Beziehungsweise bei eBay da was gegen machen kann. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber ja, das ist eine komische Situation. Trotzdem, wer da Credits einkauft und dann irgendwann dafür gesperrt wird, es sind schon Leute dafür gesperrt worden, der ist dann halt auch selbst schuld. Oder man nimmt Degree-Waffen, die einen eigenen Effekt haben. Ja, genau. Oder man nimmt halt Waffen, die einen eigenen Effekt haben. Dann brauchst du nichts anderes mehr. Tragegurt für Blastergewehre, ganz cool. Aber die meisten Tunings, ich weiß nicht. Es gibt aber auch Blastergewehre, die einen eigenen Tragegurt haben. Ach, das war's schon. Okay, dann kommt der nächste Teil scheinbar erst im nächsten Kapitel. Na gut, dann nicht. Moin, Cookie Fennec. So, dann packen wir den ganzen Mist mal aus hier. Und, warum stelle ich mal einen Malgus hier in die Gegend? Und verkaufen mal alles, was wir so nicht mehr brauchen. Reparieren einmal und dann zerlegen wir den ganzen Mist hier noch. Nehme ich mal an. Was ist hier drin? Müll. Sehr gut. Das kann ich nicht zerlegen, also verkaufen wir es. Man muss halt generell, wenn wir schauen, es gibt so viel, was man sich als Deko oder halt als Tuning vorstellen kann. Muss man immer schauen, wie BioWare das umsetzen kann. Ja. Wie BioWare das umsetzen kann und auch umsetzen will, ne? Moin von Wolfen. Das war Kapitel 4. Das ging recht gut. From the Grave. Stimmt, das war jetzt die Sache, wo wir die Gravestone emporheben, da so ein paar Sachen zerstören und dann abhauen und dann gehen wir ins Asylum. Asylum. Ja, wie auch immer man sagen möchte. Dann kommt auch schon die Lady of Sorrows. Taken Flight. The Alliance. Okay. Also bis hier müssen wir auf jeden Fall kommen. Dann gucken wir mal weiter. From the Grave. Auf geht's. So, dann wird's jetzt
Auf jeden Fall spannend. Tunings sind zwar ganz cool, aber man kommt nicht an die ran. Meinst du wegen der preislichen Situation? Dann ist es halt noch eine Sache, über wie viel Credits du verfügst. Dann kommst du halt schon dran. Aber im Großen und Ganzen ist es schwierig. Wie gesagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, so einen optischen Effekt auf der Waffe. Da habe ich lieber eine coole Waffe, die von sich aus cool aussieht, wie zum Beispiel die Crafters Blade. Und dann brauche ich auch kein Tuning mehr, weil die Waffe an sich schon geil ist. Ne? Und so ist es halt, wie Scuffing auch eben schrieb, mit den. Ups, eine Tür zu früh. Mit den Gree-Waffen, die haben auch einen super Effekt drauf von sich aus, da musst du nicht mal was draufsetzen. Na, dann kannst du die Tunings auch sparen. Und wie gesagt, wie zum Beispiel bei dem Dreadsea-Tuning jetzt hier, bei dem Schreckensart-Tuning, man sieht nicht viel davon, ne? Also das meiste, also viele Effekte siehst du gar nicht und fallen auch überhaupt nicht. Moin! Und fallen eben entsprechend auch überhaupt nicht auf. Companion Fragezeichen? Darf ich? Irgendwen? Alle nicht verfügbar. Oh, das belastend. Wir müssen ja gleich mal wieder ganz anders spielen. Haben wir Melees jetzt noch dabei? Bezweifle es. Gehen mal wieder auf den anderen Kram zurück. Electric Binding. Und die Tür geht wieder zu. Danke. Ey. Verdammte Trollspiel, ey. Ich will noch kurz auf die Bubble warten. Bla bla bla. Fight to the Gravestones Entrance. Oh, wir haben Companion. Welches Level hat Lana? 19. Ah, damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Moin. Oh, da sind ja doch ein paar mehr, als ich dachte. Lohnt es sich für die drei schon? Warum kann ich nicht... Dankeschön. Lohnt es sich für die Gruppe immer schon Elemental Convection mitzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Aber gucken wir mal. So. Ist hier der Eingang schon? Ne, noch eine weiter. Meint, ich muss kurz kämpfen, dann kann ich weiterlesen. Es gibt auch solche Tunings, wo ich mir denke, was war da die Idee dahinter? Zum Beispiel das Gemini-Tuning. Einfach nur ein kleines Licht am Anfang, Leuchten von dem Anfang am Lichtschwert. Ja, genau. So, und dafür soll ich dann im Normalfall irgendwie 1800 Kartellmünzen ausgeben. Ich meine, wenn die nicht gerade im Sale sind und oder 1100, 1800, was soll das? Also. Wie farmt ihr Credits? Sale Rates, ja, wow. Okay, das ist jetzt nichts, was jeder machen kann. Credits farmen, ja, zum Beispiel, ich habe da mal einen Guide gemacht. H2-Missionen kann man ganz gut Credits farmen. Wenn du ein gewisses Grundkapital irgendwann hast, dann kannst du das natürlich auch mit. Jo, moin! Man kann ihn nicht unterbrechen, ne? Ist ja unshakable. Aber okay. Wir schauen mal. Aber stunnen kann man ihn. Boah, der Schaden ist aber. Ist okay. Der ist okay. Können wir einen Augenblick Pause machen? Können wir? Darf ich mich regen? Danke. Was sind Sale Rates? Im Endeffekt, du kaufst bei einer anderen Gilde einen Erfolg in Operationen zum Beispiel. Oder einen Mount aus Operationen.
Wenn du den Sale Rate anbietest, dann kriegst du halt ein paar hundert Millionen dafür und dann hast du schon Geld gemacht. Ne? Klar, der den Sale Rate anbietet, der muss oder der den Sale Rate machen will oder den Erfolg haben will, der gibt halt die paar hundert Millionen aus. Aber du selbst, wenn du ihn anbietest, kannst du halt das Geld damit machen. Wir haben zum Beispiel einen Gildenlot, oder kriegst du mit Glück knapp 10 Millionen, wenn du gewinnst. Ja, kann man auch machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Wenn du ein gewisses Grundkapital hast, kaufst du im galaktischen Handelsnetz billig irgendwelche Sachen und verkaufst sie teuer wieder. Oh Gott. Und wenn du das Grundkapital nicht hast, dann musst du dir das halt irgendwie besorgen. Wie zum Beispiel eben über H2-Missionen, über andere Aktivitäten, Flashpoints, Operationen, so ein Kram. Bringt natürlich nicht ganz so viel, aber ich habe über das Handelshaus 17 Milliarden gemacht. Ja, kann man. Wenn man da ein kleines Händchen für hat und die Geduld hat natürlich auch. Du bleibst erstmal gestunt, bitte. Ihr beide dürft da dran drauf gehen. Okay, er macht jetzt erstmal 45 Sekunden lang nichts. Das ist für uns die Zeit. Ich habe auch gesehen, da hinten rechts steht ein Heilterminal. Wir holen uns mal noch ein bisschen Def dazu. Eine Bubble. Ich meine, die ist ja sowieso gleich wieder weg. Die Angstbubble wieder, aber okay. Wow, das Heilterminal ist verschwunden. Was soll das? Weil ich 2011 die Kartellpakete gebunkert habe. Nicht schlecht. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ich kenne auch einen, der hat damals vor einigen Jahren eine ziemlich gute Idee gehabt und hat Crafting-Rezepte gelernt. Einige. Und hat die entsprechend heute noch und kann da Sachen bauen, die es halt so nicht mehr gibt. Und die verkauft er halt auch für unfassbar viel Geld. Das mit dem Kaufen, Verkaufen versuche ich, aber ich kaufe immer die falschen Sachen und kann die nicht wieder verkaufen. Da, ja klar, das passiert. Das ist, ne? Das ist eine Sache, da muss man halt mit leben, dass man auch durchaus mal Verlust mitmacht. Aber ich sag's mal so, ne? Einige Sachen sind halt vielleicht heute. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Shit, jetzt habe ich den aus dem Wirbel rausgeholt, den ich eigentlich gar nicht rausholen wollte. Dann setzen wir den mal wieder rein da. Okay. Dann holen wir ihn raus. Ja, moin. Was gibt's? Kannst du mal wieder ganz kurz einfach nur. Ey. Unfair. Oh, wir haben Senja an unserer Seite. Haben wir gar nicht gesehen. Wo sind die hin? Die sind einfach verschwunden. Erfahrungswert, wie an der Börse. Ja, das ist es. Wenn ich der billigste Anbieter bin, will das niemand. Ja, da muss man Geduld haben, aber auch viel. Ich habe auch noch einige Sachen rumzuliegen, die aktuell in meinen Augen eigentlich, die ich unter Wert verkaufen würde. Deswegen liegen die bei mir halt auch rum. Und das teilweise halt auch schon seit Wochen, Monaten, Jahren. Irgendwann ist der Zeitpunkt, da kann man dann mal
Da kann man immer zuschlagen. Und wenn ich versuche, Sachen im GM zu verkaufen, ist der Preis dafür im Keller. Ja. Da ist, wie gesagt, Geduld ganz wichtig. Okay. Dann Ibanez folgt uns mir jetzt. Cookie Fennec und Shack Attack auch. Vielen Dank dafür. Wenn ich Credits habe, gebe ich die gleich wieder aus. Ja, dann kommt man auch nicht auf große Beträge auf dem eigenen Kontostand. Ja, die sparen muss man da schon. Hab aktuell noch 5 Grad hier, Renko. Ja, ne, da hat man dann ein bisschen was, irgendwelche goldenen Sachen rumzuliegen und irgendwann kann man die entsprechend dann mal verkaufen. Und so lange lässt man die halt liegen. Weil die verlieren hier ihren Wert nicht wirklich. Ah! Ich habe schon wieder keinen Companion bei. Hauptsache, da steht irgend so ein Pilot in der Gegend rum und macht nichts. Was ist er hier? Wow, jetzt hat er mir mein. Das wollte ich gar nicht. Wo bist du? Da bist du. Hier, komm. Bis dann. Bitteschön. Bayer hat ihm nicht genug gezahlt, um zu kämpfen. Ja, ich glaube auch. Geheim ist einfach so, dass die erste Person, die zum Beispiel einen Rank auf 150 einstellt, aber nur einen Wert von 115 Millionen hat, nur an dem Preis vom Typ Nummer 1 orientiert. Ja, natürlich. Alter, jetzt kommen die hier schon durch die geschlossene Tür. Komm, stunt euch mal gegenseitig hier. Gerade bei Flash Sales im Kartellmarkt sinken die Preise relativ schnell. Das ist richtig, ne? Also, wenn Sachen eben im Flash Sale gerade drin waren, viele denken ja, okay, da kann ich ein gutes Item für wenig Kartellmünzen bekommen und das dann eben für viele Credits verkaufen. Aber das denken sich halt viele und dementsprechend wird an der Stelle dann der Preis natürlich fallen. Und dann musst du halt, oder dann kannst du kaufen und dann wartest du halt 2 Monate und dann kannst du es verkaufen und kriegst halt mit ganz gut Geld. Ja, und wenn es Leute immer weniger und weniger reinstellen, dann sollte man seins einfach nicht mit reinstellen, sondern behalten und warten. Weil wenn du es reinstellst, dann wird es irgendwann gekauft und dann bist du es los und dann hast du keinen Wert mehr darauf. Und dann ist es halt wirklich doof. Ich Dinge verkaufe, gehe ich immer unter dem Preis, der am niedrigsten ist. Ja, da muss man halt überlegen, ne? Ist mir der Preis noch hoch genug? Also ist das genug Geld? Also wenn jetzt beispielsweise so ein Renko für 15 Millionen drin steht, reichen mir dann 14,5 Millionen, die ich halt anbieten würde, abzüglich der GHN-Steuer? Oder will ich, oder meine ich, nee, der ist mindestens 20 wert, dementsprechend warte ich halt, bis der irgendwann mal für 20 drin steht. Aber da würde ich dann lieber warten. Aber klar, ansonsten immer ein bisschen billiger als der Niedrigstbietende. Ist dann schon am sinnvollsten. So, hier musste man jetzt irgendwie komplett außen rumlaufen, ne? Ist zwar hier jetzt rechts, aber hier kommst du halt nicht rein. Was macht er da? Spielt er Gold? Golf? Guck mal, ob der gleich noch da steht. Ich hoffe es. Der spielt echt Golf. Da fuck stimmt denn nicht mit den Leuten? Unfassbar. Achso, das ist Bonus, ne? Ja, ne, Bonus machen wir nicht. Einmal komplett außen rum, möglichst lange Laufwege, damit das Kapitel schön in die Länge gestreckt wird. So bekommt man die Sachen gut verkauft. Na ja, klar, wenn dir der Wert passt, dann kriegst du die damit auch verkauft. Hallo.
Wieso können wir solches Personal nicht haben wie mit dem Golfspieler? Ja, wäre ziemlich cool. Nee, Speed-Item, da fahre ich wieder gegen irgendwelche Bäume und sterb dran. Nee, das muss nicht sein. Kommst du auch nicht fix damit voran. So, Investigate Dark Sanctuary. Hier waren wir ja vorhin schon drin. Hier hat der ganze Mist ja angefangen. Jetzt gucken wir mal. Ja, babbel nicht. Komm, mach vorbei, mach Ende. Ah, jetzt kommt Satil noch, ne? Dankeschön. So. 6 Grad hier Ranker habe ich beispielsweise für insgesamt 50 gekauft und einen für 90 verkauft. Ja, da hast du jetzt schon wieder alles drin. Ja. Man hat ja NPC von der Datei von dem Golfer, muss ja bloß noch ein Kartellmark packen. Mehr oder weniger, ja. Als. Achso, ich muss so ein Item auswählen. Mehr oder weniger, ja. Es ist eigentlich nicht das große Problem. Aber erzählt das nicht mir, erzählt das Bugbear. So. Was haben wir hier Schönes drin? Nichts Sinnvolles. Und eine normale 80 brauche ich auch nicht. Habe ich auch genug von. So. Nächstes Kapitel. Auf geht's. Damit haben wir das fünfte jetzt. Fünf ist auch durch. Sehr gut. Asylum. Auf geht's. Ja, GRN-Preise stellt halt immer so ein bisschen so tatsächlich das Verhältnis aus Angebot und Nachfrage da, ne? Beziehungsweise teilweise halt auch, es ist halt nicht so, dass irgendwer sagt, dieses Ding ist jetzt so viel wert. Sondern wenn keins drinsteht, dann stellt halt einer es für 900 rein und nach einer Zeit wird das dann nicht gekauft, das läuft aus, das Angebot. Und mittlerweile haben so viele Leute etwas nachgestellt, dass der Preis mittlerweile bei 400 angekommen ist. So, und dann wird es neu reingestellt, nicht für 900, sondern für unter 400. Und so sinkt es dann plötzlich auf 300 oder noch tiefer. Und das ist der Moment, wo man sagen kann, okay, ich kaufe das und versuche es dann später zu verkaufen. Wobei, ne, die Erfahrung zeigt halt, für 900 Millionen wirst du sowas auch nicht los. Also, was soll's? Ah, man kann hier nicht mounten. Ja, ganz toll, Bayer. Ganz toll. Ach, Ruhe da an der Seite. Tom Goes, Dankeschön. Grüße dich. Preise auch vom Server abhängen, natürlich, ne? Weil die Spieler sozusagen ja die Preise bestimmen und das ist halt unabhängig davon oder abhängig davon, so rum, abhängig davon, auf welchem Server du spielst. Hier konnte man das irgendwie skippen. Ich weiß aber, oder ging das nur von der anderen Seite? War das überhaupt hier? Das ist so die Sache, wo man überhaupt keine Ahnung hat eigentlich, warum man das schon wieder irgendwie, weiß ich, 10 Jahre nicht gespielt hat, gefühlt. So. Wait, der Einzelne da hinten ist nicht an die Gruppe gebunden? Warum nicht? Ah, deswegen. Okay. Verstecken sich einfach noch welche. Ist cool.
Aber gestern ein Set für 5 Millionen gekauft und das war nur zweimal drin, das zweite für 45. Aber jetzt wäre ich eh nicht los. Ja gut, aber in dem Moment, wo du das für 6 Millionen verkaufst, hast du schon Gewinn gemacht, ne? Weil die GRN-Steuer ist ja nicht 1 Million bei 5 Millionen, sondern 40.000. 400.000? 400.000. Ich würde es dann halt auch nicht für 45 reinstellen. Ich würde warten, bis das Angebot mit den 45 ausläuft und gucken, wie das neu reingestellt wird, wenn es neu reingestellt wird. Und das dafür dann wieder verkaufen. Blast Crew Medic. Ja, zwei Procs drauf, scheinbar. Genau, es gibt halt auch so Rüstungssets, die trägt halt keiner. Da wird man dann auch nicht viel Erfolg haben beim Verkaufen, weil das sind halt so Ladenhüter, ja, sagt man im echten Leben. So Sachen, die einfach keiner haben will. Und die brauchst du dann noch nicht kaufen und wieder verkaufen, weil wird sich sowieso nicht verkauft. Infanterie-Rüstungsset. Infantry Armor, Infantry. Welches davon? Die heißen halt einfach alle Infanterie Armor Set. Galvanized. Ist aber nur Bronze. Was weiß ich, was hier Bronze ist davon? Das ist Gold. Das ist auch Gold. Das ist auch Gold. Das ist Bronze. Tactical Infantry. Das ist aber eigentlich ganz cool. Dafür, dass das eben optischen Effekt mit diesem Visier hier hat, gar nicht so schlecht. Das ist Silber. Das hier meinst du dann wohl. Also das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil es ist halt ein klassisches Soldatenset und du hast halt diesen Effekt hier auf, ich glaube, Brustplatte oder ist das auf dem Kopf? Ja, ich meine, ne? Das ist halt schon was Besonderes. Dafür kann man durchaus ein bisschen Geld verlangen. Ich da einen Kubas gehört? Ist das ein Kubas hier? Das ist tatsächlich ein Kubas. Da geht's längs. Jo. So. Jetzt sind wir einmal außen rum gelaufen um den Zaun. Na, einfach, wir machen jetzt hier keinen silbernen Gedöns, was am Wegesrand steht. Wait, das hat. Hallo, ich hätte ganz gerne mal ein Convection Proc. Dankeschön. So. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Jetzt müsste gleich der Reini kommen. Das heißt, wir gehen schon mal auf Stormwatch. Den Rest können wir ja auch so killen. Ich würde das irgendwie cool finden, wenn man im Game auf ein Item bieten könnte. Wobei muss man schauen, wie man sowas umsetzen kann. Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder Spieler, die so eine Auktion veranstalten, wo du dann auf Sachen bieten kannst. Aber ob man das im GHN umsetzen kann, vielleicht ein bisschen schwierig. Hallo, Ogo. Oh, der hat mich schon im Target. Okay. Ich habe Shatek. Das Speedrate geht nicht mit. Das müssen wir gleich nochmal holen, wenn ich dran denke.
Wenn du ein Rüstungsset verkaufen möchtest, was du oft hast, mach es gut zurecht über Farbmodule und zieh es allen deinen Charakteren an. Geh damit deinen Flashpoints stellen für die Flotte. Ja, das ist natürlich eine ganz gute Sache, ne? Damit sehen die Leute das und kaufen das wie bekloppt. Jetgaron, moin. Tom Ghost hat ein Follow da gelassen. Vielen Dank dafür. So, komm, jetzt muss der hier mal eben fix. Ja, moin, da gehen wir raus. Als ob einfach. Oh, okay. Alt. Okay. Gut, dass wir da rausgegangen sind. Denn das hat HK einfach aus dem Latschen gekippt. Nebenbei, Theo, stirb mal endlich. Ich will die Kartelle zum Gewinnen. Ja. Ich glaube, die Zeit wird noch kommen. Gorilla-Marketing. Sehr interessant. Kenne ich auch nicht. Aber wenn das funktioniert, ist natürlich cool. Mehr Tode bitte. Mach bitte so weit mit allem, wie bis so weiter wie mit allem. Ja, ich gebe mir Mühe. Gib mir Mühe. Willst du von mir? Da, nimm Schock. Das sieht nach einer Elemental Convection Gruppe aus. Sehr schön. Gorilla Marketing. Na, das ist das, was Ivan es gerade erklärt hat. Dass du sozusagen das, was du verkaufen willst, überall in der Öffentlichkeit rumzeigst, sodass ein Interesse daran geweckt wird, weil plötzlich jeder das sieht. Und damit eben jeder das Interesse daran hat und es kaufen will. Und darüber verkaufst du es dann am Ende. Habe ich bis jetzt auch gerade erst gelernt. Na, sehr coole Sache. Stormwatch. Selber reiten und die Leute damit nerven. Genau. Und irgendwann will es jeder selber haben. Taxi Eagle, moin. Babbel nicht, Tano, komm, gib mich. Wait, nicht kämpfen? Oh, hier ist ein GHN, hier ist ein Postfach. Ist hier eine Legacy Bank? Wahrscheinlich ja nicht, aber. Egal. Deepest Thanks, ja. Cool. Habe ich eine Legacy Bank auf dem Char? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, dann machen wir das gleich in der. Nach dem Kapitel hier. Psychologie des Verkaufs funktioniert auch im Spiel immer zu. Ist natürlich schön. Der böse Jedi hat schon wieder eine Festung fertig. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, ich habe sowieso noch einige Festungen von dir, deswegen. Ja, mach auf die Tür. Haskell. Okay. Ja, wait. Kollege, du gehst erstmal das machen. Und Senja ist tot. Das war so nicht geplant, Kollege. Das sollte dir klar sein. Jetzt. Du bist tot. Warum redest du noch? Plus eins. Ja, mit totem Companion ist das sehr schwierig. Der ist halt direkt gestorben. Schwierig. Ich habe dich gewarnt. Wovor? Ich will meine Orikon-Festung und ich will sie jetzt. Ja. Ich baue die ganze Zeit an einer Tatooine-Festung. Aber für Eiffel fehlt mir das Personal. Ist ein schwieriges Thema. Okay. Wer von den beiden hat mehr Leben? Die haben gleich viel Leben. Das heißt, Maral. Sind wir hier schon im Raum? Ja, wahrscheinlich. Das heißt, den. Und dann holen wir den hier rüber.
So. So bürstet nämlich der Hexer. Okay. Der macht jetzt ein Todesfeld. Oder Forcequake ist das. Okay, ist ein Machtbeben. Es juckt mich halt genauso wenig. Funktioniert auch. Nice. War doch gar nicht so schwer. Ja gut, aber wenn man instant in den Kampf geworfen wird und der Companion direkt drauf geht, ist halt auch, ne, ist unfair. Sagen wir es mal, wie es ist. Ach, Valkorion sei still. Next. Ach ja, jetzt kommen. Das ist ja diese Trial-Aktion. Ja. Babbel nicht, komm. Das könnte man. Der könnte wehtun. Ich wollte ihn noch unterbrechen, aber ich war gerade dabei, was zu casten. Das wollte ich eigentlich. Okay, nein, den machst du dieses Mal nicht. 90k im Donnerschlag. Warum darf ich keine 90k im Donnerschlag machen? Wo ist das Problem? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mal eben gespammt. Dass nach dem Hardcast-Donnerschlag da mal fix das Unterbrechen durchgeht. Meine Tatooine-Festung könnte ich auch irgendwann mal fertig machen. Ja. Du bist raus. Schönes Wochenende dir auch. Freitag, bis neulich. Achte auf die Rasse und das Figurformat. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie groß die Rishi-Festung war, dann könnte man einen potenziellen Schreckenspalast inklusive Festung kriegen. Ja, Festung mit dem Palast dahinter? Warum nicht? Das mit den Festungen habe ich aufgegeben. War mal total motiviert, die Manang-Festung gekauft. Habe mich auf Dekorieren gefreut. Dann habe ich die Preise Deko erfahren. Dann war die Freude vorbei. Ja, gut. Trifft die richtige Wahl, auch beim Geschlecht. Jetzt kriegst du hier Marketing also Psychological Marketing-Tipps. Hey, wa warum spawnt ihr hinter mir? Ich war schon vorbei an der Stelle. Hi. Bleibst du stehen? Guck mal, kriegst du einen Dot. Wie lange geht dieses Kapitel hier eigentlich noch? Hier um Kampftasten tippen, normal Gefährte stirbt, klicken nimmt drastisch zu. Ja, klar. Ja, oder ne, Gegner castet irgendeinen Mist und ich denke mir so, Mist, das müsste ich unterbrechen, bin aber im Cast gerade von irgendwas. Ja, da kommt dann auch plötzlich das Klick, 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 Klick dazu. Einfach Festung kaufen und Bilder vom Jahreshändler einstellen für Conquest-Punkte und Prozente. Ja, genau. So habe ich das auch gemacht. Beziehungsweise heute, die Conquest-Punkte sind ja nicht mehr orientiert an der Anzahl an Sachen, die du drin hast, sondern wie viele Räume du freigeschaltet hast mittlerweile. Deswegen ist das eigentlich nicht mehr so das Ding. Da musst du nicht mehr so viele Punkte drin haben. Ach, schon wieder ohne Companion? Nein, keine Turbulenz. Wie wär's? How about no? Hast du gedacht, ja? Da muss man bloß Schaden aufmachen, dann sind die wieder weg. How about no? Sind AOE-Effekte. Ah, shit. Ah, okay. Okay. Novo? Ach so, das war der Typ, den wir im dritten Kapitel gekillt haben, ne? Tarnek. Noch einer? Verzieh dich.
Der Dot hat einfach gereicht, dass er in die nächste Phase triggert. Ah, jetzt haben wir die Möglichkeit, Hilfe anzunehmen von Valkorion, ne? Wenn ich das richtig habe. Wegen Dekopreisen habe ich da angefangen, um meine Gildenfestung zu dekorieren. Sie sollten auch das mal einführen, dass man zum Beispiel 999 direkt Deck claimen kann und nicht ewig klicken muss. Ja, wäre auch mal was Schönes. Kannst auch gute Rüstung downraten. Na klar, gute Rüstung, wenn du die ganz oft zeigst, die hat jeder, na dann will man die auch nicht haben, ne? Nein, lass den Mist. Hey, immer diese Leute, die Donnerschlag casten direkt, wenn sie spawnen. Warte, Donnerschlag? Ach verdammt, da war keine Pine mehr drauf. Einen macht er noch. So, das war der letzte. Ach, er ist schon wieder weg. Ah, Thanatron? Wow. Ewige Fluganimation. Hi. Oh, der hat mich rangezogen. Ging der Kick in die falsche Richtung. Hi. Guck mal. Jetzt kriegst du davon und dann kriegst du einmal die volle rote. Mann! Sorry. Aber gerade der Sound weg, bin ich rausgetappt. Ma. Noch eine Phase. Ich muss sagen, der ist eigentlich echt langweilig, der Boss. Weil er ständig irgendwie abhaut und nichts zwischendrin passiert. Und wenn du die Turbulenz unterbrichst und aus den roten Kreisen rausgehst, ist das alles. Also, da waren die beiden Silbernen eben deutlich interessanter. Ich ziehe es an, Gestalt ist hässlich. Färbemodul und dick im Charakter. Ja, und plötzlich sieht das jeder und will es keiner mehr haben. Theo muss noch fleißig sterben, weil wir brauchen Kartellmünzen. Nein, zweimal erst. Was mir letztens aufgefallen ist, wenn du im festen Deko-Fenster in der Kategorie Schilder Dekos anschaust, werden dir Straßenschilder und so ein paar andere angezeigt. Ja, das ist klar. Da gibt es einige Sachen, die man nicht kriegt bei den Händlern. Das ist ein bisschen komisch. Da hatte ich auch mal angefragt und keine Antwort zugekriegt. Beziehungsweise doch, ich hatte eine Antwort gekriegt. Da hieß es, ja, die werden nach und nach hinzugefügt. Die sind irgendwann mal rausgeflogen oder rausgerutscht oder so und jetzt werden die aber nach und nach wieder hinzugefügt. Ja, bis jetzt noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Na gut, du brauchst das Set eigentlich nur einmal für die Taktik und dann trägst du es halt, schaltest das halt frei und kaufst und trägst es halt auf jedem Charakter und läufst mit dem immer auf der Flotte rum. Vielleicht machst du es sogar über die Gilde, dass das mehrere Leute da entsprechend machen. Gibt es hier nicht auch eine Legacy-Bank? Da muss ich nicht aufs Gildenschiff fahren. Da ist eine Legacy-Bank, ja. Was wollte ich holen? Schnelligkeitsklick-Relikt. Statt dem Power-Relikt. So. So. Wir werden sofort weitermachen. Ich werde mir bloß ganz kurz was zu trinken holen. Denn das mit dem Gequatsche hier ist natürlich so eine Sache für sich. Dementsprechend bin ich sofort wieder da. Dann geht's weiter.
So, da sind wir wieder. Edgaron und Sidran, vielen Dank für euer Follow. So. Dann wollen wir gucken, dass wir hier weiterkommen. Lady of Sorrows. Auf geht's. Ja, das ist jetzt auch so eine Phase innerhalb von Knights of the Fallen Empire, wo ich überhaupt nicht mehr habe, im Kopf habe, was hier eigentlich so abläuft. Shuttle to the Cool. Ja, Lady of Sorrows war Kaleo, das ist mir noch im Kopf geblieben. Und was wir mit ihr machen, irgendwie durch die Gegend rennen. Ach, ich glaube, das geht dann hier Overwatch, ne? Also das Sicherheitsgedönster. Check the Power Generator. Jetzt müssen wir in die andere Richtung fahren. Na gut. Warum baut man hier Säulen in die Mitte? Das ist auch schon wieder so eine Möglichkeit, um die Fahrstrecke zu verlängern und dafür zu sorgen, dass das alles länger dauert. Was erwarteten uns da jetzt? Ratten? Ich sehe übrigens gerade, dass das irgendwie ein bisschen unpraktisch ist, dass der Counter hier so über allem drüber liegt. So sollte doch eigentlich besser sein. Dann sieht man da, ne, dann kann man das ordentlich lesen und so. Den nicht. Ja, links klicken, rechts klicken, links klicken. Locate a fuse. Da sind Sicherungen. Theo, was hast du eigentlich für Tastatur und Maus zum Zocken? Das Maus ist eine Rocket Nith. Das ist eine mit 12 Daumentasten. Das heißt, hier diese Tasten sind alle belegt durch die Daumentasten entsprechend. Das ist hier dieses Muster in der Mitte, außer hier unten die beiden. Oder die drei eigentlich auf dem Charakter sogar. Und Tastatur, ich finde es super praktisch. Die schreiben sie ja immer alle drauf, was man für Sachen hat, ne? Und das ist eine Logitech G910. Es ist super, dass das mittlerweile überall draufsteht, was du da gekauft hast. Ja, auch eine Form von Eigenwerbung. Der Firmen meine ich. Das Einzige, was ich im Kopf habe von Eternal Throne Fallen Empire, ist, dass er einen machthungrigen alten Mann gibt und stirbt und jetzt Urlaub auf seinem Geist macht und du seine Kinder aufhalten musst, um die sich um sein Erbe streiten. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Tom Ghost, gerne. Noch einer mit einer 910. Ja. Finde ich sehr praktisch. Habe ich jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon 3 Jahre oder so. Also mindestens anderthalb. Und dann nochmal auf jeden Fall ein halbes Jahr. Also, na, 2 Jahre sind es dann, oder? Also 2 Jahre habe ich die auf jeden Fall schon. Hatte ich damals über ein ziemlich cooles Angebot gekriegt. Über einen Freund. Und die macht immer noch gute Dienste. Macht keine Probleme.
hat alles, was man braucht. Tipptopp. So. Der ist aus, ne? Ja. Instanziert. Wir sind wieder auf Sakul, das heißt, wir haben nachher auch wieder Bereiche, die nicht instanziert sind. Dementsprechend muss man da nicht so dann drauf achten, aber hier im instanzierten Bereich muss man da definitiv Acht geben. Eine Vollrotation. Ach. Ja, Hardcast Chain Lightning, geil. Würdet ihr zustimmen, dass 70% aller Charaktere in SWTOR weiblich sind? Wenn du das auf meinen Account beziehst, ja. Wahrscheinlich, das dürfte ungefähr 70% sein. Insgesamt, BioWare hatte doch mal zu, ich glaube, 5.0 oder 6.0 so eine Statistik rausgehauen, wie die Verteilung der Spieler ist. Hatten sie da das Geschlecht der Charaktere auch mit aufgeführt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist eine interessante These. 70%? Wer weiß. Hast du das Rüstungsset des kaltherzigen Eroberers? Callous Conqueror müsste das im Englischen sein. Ja. Wenn du das meinst, dann ja. Also so oft wie man den ersten Teil von Sakul weg und wieder hinfliegt, könnte man auch gleich da bleiben. Da ist wohl was dran. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Wait. Achso. Hä? Da. Einfach mal irgendwas anklicken. Irgendwo kann man das bestimmt ausfinden. Warte, ich guck mal gerade ganz kurz nach. Denn. Nein. Das wollte ich natürlich genau nicht wissen. Class Popularity. Da haben wir es doch. 87 Millionen Charaktere haben sie mal gestellt. So, jetzt gucken wir mal. Davon etwas mehr auf imperialer Seite. Choose your side. Channel. Companions. Transports. Ha. Da haben sie tatsächlich nichts zum Thema weiblich-männlich der Charaktere geschrieben. Interessant. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Infos. Also, ich habe das hier jetzt gerade gehabt. Bei mir 50-50. Ja, aber wie gesagt, bei mir nicht. Das ist mehr weibliche Charaktere. Wo sind jetzt... So, da ist Twitch. So, haben wir das wieder. Können wir weitermachen. Habe auch mehr weibliche Charaktere. Wer greift mich da an? Er greift mich an. So, und du fliegst da rum und ich habe gerade Buffs laufen, dementsprechend kriegst du halt auch noch was ab. Moin, Tyon. 1702. Deutlich mehr weibliche Chars als männliche, wobei ich das gemacht habe, weil ich mit Chars mit meinem Gesicht spielen wollte. Ah, okay. Ja, gut. Das ist natürlich dann... Da muss man das natürlich so machen. Kommt alle her. Kommt alle her. Warum sind die jetzt nicht? Ich habe doch das eine Vieh angeschossen. Ja, moin, du machst Schaden. Wollen wir für einen kurzen Moment vergessen, dass das ja hier im Master-Mode ist. Nein, wir töten ihn nicht. Nein, wir töten nicht den guten Gong-Droid.
Und raus, Open World. Sehr schön. Das heißt, hier kann uns jetzt der Großteil der Leute nicht mehr allzu viel tun. Seht ihr, die machen jetzt plötzlich kaum noch Schaden. Mounten kann man hier nicht. Das ist sehr schade. An alle Kreaturen in dieser coolen Kanalisation, Theo, bitte zum Gruppenkuscheln zusammen. Yep, alle mal herkommen. Ihr kriegt alle einen Kettenblitz, ihr kriegt alle einen Elemental Convection Proc vom Volt Rush. Ihr kriegt auch alle einen Machtsturm ab, wenn ihr haben wollt. So. Command T7 at Surveillance Feed 1. Ach so, das ist die Aktion jetzt. Ja, okay. Da erinnere ich mich auch dran. Da klickst du das Ding an, dann spawnen da drei Ads drumherum, dann musst du zum nächsten. Set it. Okay, zwei Ads, ich korrigiere. Das ist nicht der Aufzug. Da kommt der Aufzug. Sah im ersten Moment aus, wie die Platte vom Aufzug war es, aber dann nicht. Schade. Egal. So. Ja. Fahr noch langsamer Aufzug, bitte. Ja, so steht ihr perfekt. Sehr schön. Traumhaft. Was ist das hier? Access Terminal. Hab nichts gegen die Story von Eternal Throne, aber ich kann irgendwie so cool nicht ab. Ja, gut. Ich weiß nicht, also sehr cool, ne? So eine Prunkstadt, wenn man die von außen sieht und auch in Ladebildschirm immer wieder, ne? Das ist so prunkvoll, ja, so vieles in Gold gehalten und sowas, ne? Und wo schicken die einen hin? Hier in die unterste Ebene einfach, auf den Grund hier, wo der Müll auf der Straße liegt und die Mülleimer noch umgekippt sind. Na gut, wir waren aber auch in Kapitel 3 schon oben, ne? Da waren wir auch im goldenen Bereich schon. Nein, Warteaufzug. Danke. Sehr schön. Catwalks. Ja. Kann mir nicht jetzt auch irgendwie ein Silberner oder sowas? Aber ist egal, das Open World. Interessiert nicht. In dem Moment, wo ich sage, war. Ja, komm, ne. Da mache ich jetzt keinen Cast mehr vom Dings drauf. Last Feed. Dann haben wir hier einen Aufzug. Ne, hier hinter den Aufzug. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Hier kommen jetzt auch irgendwie noch was. Warum können die nicht gleichzeitig spawnen? Warum müssen die denn? Achso. Help Senja in der Kantine. Ja, die kriegt wieder nichts auf die Reihe oder was? Da gab es auch dieses eine Kapitel, wo man da in der Kantine diese Rätsel lösen muss und so was. Ist es das hier jetzt schon? Ne, eigentlich nicht, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Hier ist das Eternal Championship da unten. Muss ich auch noch ein paar Mal machen. Also mit fast jeder Klasse, außer dem Guardian. Oh, das ist instanziert. Da hätte ich dran denken müssen. Dann wäre ich da anders rangegangen. Nehme ich an. I guess. Ja, genau. Diese Taste drücken wir.
Hast du schon den unter 15 Minuten Run fürs Italian Championship? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, die kämpfen noch. Senja lebt ja noch, weil dann können wir da ja gleich mit einsteigen. Senja, du machst das klasse. Du machst das klasse. Ich bin ganz bei dir. Ich bin ganz bei dir. Du hast meine absolute moralische Unterstützung. Ich würde da glatt mein Profilbild für färben für dich. Den unter 15 Minuten Erfolg weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal nachgucken. Ich glaube, ich hatte ihn zumindest fast. Guck mal, ist gar nicht so schwer gewesen. Im GRN gibt es gerade Flair-Qualenzeichen. Gibt es zweimal. Es kostet, eine kostet 24,5, das andere 88 Millionen. Würde sich lohnen zu kaufen oder zu verkaufen? Man könnte es versuchen auf jeden Fall. Ich finde das ja cool, einfach so billig Abklatsch von Coruscant. Ja. Ja. Der Gehen braucht eine History für die Items, was man sehen kann, wer, was in letzter Zeit verkauft wurde. Ja, so eine Handelshistorie. Fangolein gibt es für den Sprung in den Brunnen einen Erfolg. Gibt auch hier, wenn du in Salak springst, einen Erfolg. Legacy, wir gucken mal nach. Qualenzeichen ist okay, aber kann es schon verkaufen, aber 80 Millionen wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Ja, 80 vielleicht nicht, aber 40, damit würdest du trotzdem noch Gewinn machen. Wo ist denn das mit drunter? Das ist mit drunter bei Fallen Empire Championship Story. Deathless Champion habe ich auf jeden Fall, aber unter 15 Minuten habe ich nicht. Ne, Sprint Champion habe ich nicht. Und Ritter und Krieger habe ich, aber der Rest fehlt mir. All Rounds, okay. Ja. Dantooine. Ja, dann sag doch Dantooine. Da gibt es einen Brunnen, einen Sprung in Brunnenerfolg, das ist richtig. Gibt es auch einen Erfolg für, wie hieß der Vogel auf der Insel da? Kriegst du auch einen Erfolg für, wenn du da bleibst, wenn du der Gesellschaft leistest. Rätsel musst du bei Fires in Kotfe machen. Okay, Kotet machen. Ja, da müssen wir mal gucken, wann wir da sind. Den 15-Minuten-Mann würde ich auch gerne sehen, an dem bin ich immer noch dran. Kannst es direkt für 80 reintun und hoffen, dass es einer kauft. Wenn du unterboten wirst, dann unterbietest du halt wieder. Gehst nach und nach immer wieder weiter runter. Geh als DD rein. Bei siebter, achter Stufe mit DD Companion, nur bei den drei Gegner und Endboss musst du einen Heiler Companion haben. Ja, dann kannst du wahrscheinlich recht einfach das Ganze machen. Ja, Range DD, ich hab's halt alles mit dem Krieger gespielt. Das ging allerdings auch ganz gut, aber müsste eigentlich mit beidem auch brauchbar sein, ja. Wurmfutter kriegst du als Titel, ja. Ja, ist kein. Ist das ein direkter Erfolg? Ne, ist ein Kodex-Eintrag, glaube ich, bloß, ne? Melee ist entspannter. Ja, ich denke mal, mit dem Portek oder so hast du das eigentlich ganz gut da an der Stelle. Mal gucken, vielleicht machen wir die 15-Minuten-Aktion auch irgendwann nochmal im Livestream oder so. Boah, der Aufzug hat aber auch Standzeiten, ist ja der Wahnsinn. Erster Run war mit dem Juggernaut 25 Minuten. Ja, ich habe auch bis jetzt bloß Juggernaut und Hüter gespielt. Einmal nach Bruchstadt.
In Sarak habe ich das gemacht, sollte auch Dentrine heißen, aber Autokorrektur zugeschlagen. Wow. Dann guckst du ja wahrscheinlich über ein mobiles Endgerät. Weil ich bezweifle, dass du am Rechner Autokorrektur hast. Aber gut, wer weiß. Manche hat vielleicht auch am Rechner Autokorrektur. Ich habe da, glaube ich, auch mal ein Video zu gemacht, zu den ganzen Bonuserfolgen auf Dentrine. Da gibt es nämlich einige. Warum leuchtet der nicht blau? Knöpfe, die man drücken soll, müssen blau leuchten. Das hat man in SWTOR gelernt. Lernt man viele Mechaniken für Ops, fand die Idee sehr gut. Das auf jeden Fall. Wenn du es alleine machen willst, dann bist du da, glaube ich, ganz gut dabei. In Flashpoints ist es ähnlich, in vielen, nicht in allen. Spiele nebenbei selber SWTOR. Achso, ja gut. Dafür hat man zwei Bildschirme. Und wenn man die nicht hat, dann ist das ein bisschen schwierig, ne? Ist klar. Okay, Bruchstadt, das ist jetzt hier so, ne, wie die Hüttenstadt auf Coruscant. Ganz unten. Unterste Schublade sozusagen. Aber man kann mounten, immerhin. Konnte man hier abkürzen? Perhaps. Wir sind Open World. Das heißt, die machen keinen Schaden hier an der Stelle. Ja, kann man. Sehr gut. So, dann müssen wir da unten rechts hoch. Ach so, jetzt sind wir hier bei den Herolden. Ah, okay. Aha. Passt bei mir vom Platz mit den zwei Bildschirmen. Ah. Weißt du, dass das Kopfgeld-Event die Woche nochmal kommt? Ja, natürlich wird die nochmal kommen. Keine Frage. Die Frage ist halt wann. Ich gehe von Februar aus, ja. War länger nicht, dürfte jetzt im Februar wieder dran sein. Ich hoffe, dass wir Dienstag oder Mittwoch die Eventliste für den Monat Februar kriegen und dann wird da wahrscheinlich auch die Kopfgeldwoche dabei sein. Lädst du die Streams auf YouTube hoch? Yep, einmal als Komplettaufnahme und auch einmal dann nochmal geteilt in die einzelnen Kapitel, damit die Kapitel dann entsprechend auch separat voneinander nochmal in der Bibliothek sind oder in der Playlist. Damit man sich die nochmal angucken kann, falls man da irgendwo bei einem Gegner zum Beispiel Probleme hat und vielleicht mal wissen möchte, wie jemand anders das gespielt hat. Dann kann man nachgucken. Wobei bei mir sieht man hauptsächlich, dass die Haupttaktik, wie man da rangeht, ist erstmal sterben und beim zweiten Mal dann einfach alles komplett weghauen. Funktioniert bis jetzt jedenfalls ganz gut. Ah, das ist auch schon wieder so ein Punkt, wo man Elemental Convection spielen kann, ne? Bekommt man den Mount noch? Wenn ja, wie heißt der Mount? Welches Mount meinst du, Petix? Also, man bekommt an einigen Stellen Mounts. Aber meinst du jetzt von dem beim Eternal Championship, bei der ewigen Meisterschaft? Da gibt's da nicht so einen Läufer? Oder kann man sich dann nicht so einen Läufer kaufen? Weiß ich gar nicht. Ist instanziert. Das heißt, wir fangen erst mit der Bubble an. Schon mit dem Hardcast angefangen, aber oh gut. Nice, plane auch aktuell die Meisterkapitel anzugehen. Ja, ich mache es hauptsächlich für den Steam-Erfolg, weil das einer der letzten Erfolge ist, der mir fehlt. Dann, wenn ich die habe, dürfte eigentlich nur noch eine Sache übrig bleiben und das ist der Tapferkeitsrang 100. Und da bezweifle ich, dass ich den irgendwann mal haben werde, weil ich habe bestimmt seit 3 Jahren kein PvP gespielt. Und aktuell plane ich nicht, das zu ändern. Dementsprechend wird das wahrscheinlich recht schwierig werden, da. Das war ein Add, ernsthaft? Da den Tapferkeitsrang 100 mal zu kriegen. Oh nee, goldene. Moin Kevin Ben, grüß dich. Okay.
Stormwatch? Macht das Sinn? Ich weiß nicht, gegen wie viel ich auf einmal kämpfen muss. Exalted. Du bist Chef hier oder was? Bubble nicht. Bubble nicht. Gib mir was, wogegen ich kämpfe. Ja, ist cool. Ist cool. Alles gut. So, du zuerst. Du hast den gehängt. Du hast ihn einfach gehängt. Okay. Das war cool von dir. So. Falsch rumgezogen, aber ist egal. Tut nichts zur Sache. Muss ich nach oben? Ja, ist eine andere Textur hier. Muss mal oben lang. Take lift to Midtown. In die Mittelstadt. Immer noch instanziert. How about no? Lass den Mist. Achso, ich habe keinen Stormwatch drin, ne? Dann brauche ich natürlich, ja. Brauche ja gar nicht erst versuchen, die zu procken. Schwierig. Es waren vier Gegner. Es waren vier Gegner. Aber sonst ja. Die Gespräche sind halt auch... Was ist das für eine Karte? Die Gespräche sind halt aber auch echt. Also manchmal ziehen die sich und du denkst, ja komm, werd fertig. Ich hab noch was vor heute. Muss man da lang? I guess. Also hoffe ich mal. Lass mich doch einfach den Donnerschlag durchkasten. Ach so. Ja, warum auch den Markierungen auf der Karte folgen, ne? Warum auch? Oh, das ist nicht skaliert. Was stimmt denn hier nicht? Wir sind im 75er-Content. Dann machen wir noch ein anderes Relikt rein. Es fällt mir jetzt erst auf, dass wir hier auf 75 sind und nicht skaliert werden. Das ist ja interessant. Das war dumm. Ja, dann sind die natürlich kein Problem und machen hier auch keinen Schaden, weil die sind einfach Level 70, ich bin 75. Was wollen die machen? Okay, das muss doch aber ein Bug sein, oder? Also das ist doch bestimmt nicht gewollt. Ich meine, mich juckt's nicht, aber... Warum hat ihr eigentlich das Corruption-System geändert, also durch dunkle, helle Seitepunkte? Das war früher deutlich besser und damals gab es, glaube ich, für jede dunkle Tier eine optische Veränderung. Gibt es immer noch? Gut, ich bin jetzt leid, aber du kannst das ein- und ausschalten. Wenn ich wüsste, wo. Warte mal, das ist... Customize hier. Show Dark Side Corruption. Da kannst du es ein- und ausschalten, ob du das sehen willst oder nicht. Also es gibt es auf jeden Fall noch. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr weiterentwickelt worden. Das gab es ja schon zu Einsatzzeiten. Manche Gespräche in SW Tor, wenn es um unwichtige Sachen geht, Gesprächsdauer gefühlt 3 Stunden. Und wenn es um was Wichtiges geht, dann 26 Sekunden, ja. Und du eine Erklärung bräuchtest. Ja, das ist manchmal ein bisschen... da passt die Gewichtung nicht, ne? Tier 3 und Tier 5 ändert sich nichts. Ja gut, okay. Aber du hast diese Veränderung noch im Allgemeinen. Wo müssen wir jetzt hin? Da runter müssen wir. So. Macht schon einen Tick mit 10.000. Finde ich okay. Deutlich angenehmer als mit 6 oder so.
Ich will es ja sehen, ich vermisse halt die blutroten Augen von Tier 5. Ach so, haben sie das mal geändert? Weiß ich tatsächlich auch nichts von. Kollege, verzieh dich. Cool finde, wenn man bei der hellen Seite auch irgendwie eine Veränderung sehen würde. Ja, aber gibt es eine Veränderung bei einem Charakter auf der hellen Seite? Ich meine, wirst du dann weißer? Klingt ein bisschen komisch. Aber so rein lore-technisch, also jetzt nicht in-game, sondern so wirklich rein lore-technisch, gibt es da eine Veränderung? Jetzt, wenn sich ein Jedi der hellen Seite komplett hingegeben hat. Wer bist du? Xon Trilus. Auch so ein Name, den ich noch nie gehört habe. Bin ich ganz ehrlich. Ja, du bleibst da erstmal stehen und dich killen wir und du kriegst. Failed. Ja, wenn Melis irgendwie was anfangen zu casten, ne? Einfach wegrennen. Dann bricht das Ganze ab. Bei 100k Points sind immer noch die rot-leuchtenden Augen oder 10k. Ja, aber wenn du ganz oben bist, musst du mal vergleichen, Unterschied ist deutlich. Okay. Ja, also dass die dunkle Seite schon korrumpiert, ist klar. Aber gegenüber Null halt, weil die helle Seite macht doch eigentlich nichts da an der Stelle, oder? Ich meine, vielleicht liege ich da auch falsch. Kann natürlich auch sein. Und würgen. Wait, nicht? Okay. Ich brauche hier an der Stelle nicht wirklich Angst zu haben, weil die sind halt nicht skaliert, ne? Das heißt, die sterben schnell und machen keinen Schaden, weil die halt 5 Level drunter sind. Komplettiert. Ja, genau, bei der hellen Seite verändert sich eben gar nichts, ne? Der 13k Leben gehabt. Der Kettenblitz hat ihn einfach gekillt. Jetzt kommt das Wogen wieder, okay. Sagt das mit keinem Schaden, manchmal sind Uprisings. Ja, gut, Uprisings ist was anderes. Das ist rein theoretisch 4-Spieler-Content. Da hast du im Normalfall einen Heiler bei. Hier kommt doch jetzt auch ein Boss. Zwei Goldene? Bin der Meinung, zwei Goldene. Die Dunklen erinnern. Es sind wirklich zwei Goldene. Soll dauerhaft irgendeine Lichtgestalt übergehen. Ja, das wäre doch mal was. Was haben die denn? Ach, Nuvo! Dich kennen wir doch. Komm, hier, da, gehst eine Runde wirbeln. Da gehen wir raus. Geh fliegen. Ich habe keinen Stormwatch drin, ne? Oder? Ne, ich habe Elemental Convection drin. Naja, sterben sie halt so. Aber da hast du noch einen Proc davon. Ah, dann kriegen wir noch einen Kettenblitz. Ist auch okay. Bin ich auch dabei. Krass, aggressiv entlüftete Lichtschwert für 200 Millionen gekauft. Ja, dann wäre mir ja deutlich zu teuer. Aber gut. Ja, gefesselt auf dem Boden, falsche Richtung. Das ist schon wieder so eine Sache wie in Schreckenspalast. Warum wirst du, wenn du in diese Richtung sollst, so aus der Cutscene entlassen? Was soll das?
Wie ein Schreckenspalast, wenn du vom vierten Boss zurückkommst. Du guckst immer in den Thronraum rein. Warum? Ach nee, Scorpio ist die Lady of Sorrows. Ja. Na. Diese Mistku. Scheißroboter. Was wollte ich sagen? Dieses schöne Gerät. Das war's aber, glaube ich, mit dem Kapitel, oder? Dann haben wir jetzt noch eins, glaube ich. Und dann kommt auch schon Odessen. Da haben wir die ersten neun dann durch. Müsste sieben gewesen sein jetzt gerade. Lady of Sorrows. Oder war das sechs? Sieben war es. Okay. Dann machen wir mal wieder die Kisten auf hier. Und räumen das Inventar auf. Reparieren. 79er Mods, klasse. Weg damit. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, mal gucken, ob das mit dem Taken Flight. Genau, das kommt jetzt noch. Mal schauen. Ja, war doch mal. Normalerweise kostet er 400. Naja. Nichts, was ich irgendwie brauche, aber gut. Was ist ein Taking Flight für ein Kapitel? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, was? Das falsche Kapitel gestartet. Ich hatte doch das angeklickt. Das hatte ich nicht. Ich habe. Ja, es war wohl das Falsche. Ich bin der Meinung, ich habe das Richtige geklickt und auf Launch Mission geklickt, aber gut. Scheinbar nicht. Taking Flight. Play. Auf Master. Ah, da geht's zurück ins Asylum. Und dann werden wir angegriffen von den. Genau. Von den Gedöns-Heinis da. Von Sakul. Gedöns-Heinis halt. Kommt Arkan vorbei mit der ewigen Flotte. So war das, glaube ich. Und dann fliehen wir nach Odessen. Haha, Story ist wieder da. Optik hat zwar noch nicht geladen, aber wir können trotzdem schon mal durchskippen. So. Warum leuchtest du bunt? Okay. Speak with Sion Haskell. Sehr gerne. Wenn du auf die Medaillen klickst, wählt er das Kapitel nicht aus. Du musst auf den Namen klicken. Ja. Weil das kann. Wow. Ach, schon ein Malgus in die Gegend gesetzt. Mal wieder die große Tür hier anklicken und dann sprechen wir mit dem guten Sion Heska. Ich bin jetzt eine Disco-Kugel. Sehr gut.
Ja, bisschen kiten, bisschen anderes Gedöns machen. Ich meine, er ist verdammt langsam. Okay, in dem Moment ist er auf mich zugerannt gekommen. Oh, Phasenwechsel. Bam, 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 komm. Ja. Sehr gut, richtig gut. Habt ihr richtig toll gemacht. Weiter geht's. Hi, Leute. Oh, wir sind wieder im skalierten Bereich. Gleich mal wieder Tactical wechseln, nur damit ich das nicht benutzen kann danach. Weil ich es vergesse oder so. Schnelligkeit. Schreit ja schon wieder nach Elemental Convection. Das hier vorne auch. Du hast noch was zu looten für mich. Zählen die Tote auch für die Läufer in Kotfe? Ja, natürlich. Das ist ein Tod. In Kotet, wenn du auf dem Läufer dann bist und stirbst, ja, das zählt auch als Tod. Klar. Das zählt auch als Tod. Warte, wir gucken mal kurz. Ist in dem Gang irgendwas? Ja, da stehen drei Sakul-Ritter. Verdammt. wer ist er? Wie viel haben die? 40k. Wir sind skaliert. Das heißt, 20 durch einen Kettenblitz dann sind die halt noch nicht tot. Das ist das Problem. Ich werde trotz. Was ist denn der andere? Der hat 200k. Nee, wir bleiben mal auf dem hier, das ist glaube ich okay. Jetzt gehen wir ihm entgegen. Jetzt haben wir zwar den da kriegen wir noch mal einen Stormwatch raus. Und das sollte ihn dann auch killen. Da brauchen wir uns jetzt nicht mehr bewegen. Okay. Haben wir zwar keinen Stormwatch im ersten Moment auf den goldenen gekriegt, weil wir damit halt den anderen erst noch gekillt haben, aber gut. Okay. Escape to the Gravestone. Dockring Level. Was willst du auf Dantooine? Sei still. Ich habe nicht wirklich Bock hier einfach zu. Also, so im Großen und Ganzen? Echt nicht. Ja, doch, war okay. Damit ist der gleich tot und du kriegst nochmal den Kettenblitz in ins Gesicht oder Suit. Die Fallanimation gerade von ihm. Die wollen zum Swoop-Event, ja, ich glaube auch. Ja. Aber das ist vorbei. Oder läuft das diese Woche noch? Ne, das ist doch vorbei. Oder läuft das diese Woche noch? Ne, es läuft diese Woche. Nächste Woche ist es nicht mehr. Also sprich ab Dienstag jetzt. Dort. Schon schön, wie so eine Affliction so einen Druiden einfach mal zum Explodieren bringen kann, ne?
Es läuft, ich mache es gerade. Ja, gut, okay. Ja, wie gesagt, habe ich durcheinander gewürfelt. Dann wird diese Quote interessant, weil du bei den Läufern halt nicht viel machen kannst. Yep. Ich werde meinen Spaß haben. Hilft sie uns jetzt oder hilft sie uns nicht? Ich weiß nicht, ich habe durchgeskippt. Ah, hi. Sehr schön habt ihr das gemacht. Schön synchron. Wie weit ist es noch? Wann sind wir da? Kann ich mal bitte einen Kettenblitzprock kriegen? Danke. Ja, danke. Ist es besser, wenn man Meister oder Veteran läuft? Den Gefährten auf Schaden oder auf Heilen? Hab den Hexer und kann mich ja eher ein wenig heilen. Ich habe mich jetzt auf Heilung tatsächlich. Einfach damit ich volle Kanne Schaden durchfahren kann und mich an vielen Stellen gar nicht drum kümmern muss. Je höher der Companion, desto besser. Ich habe allerdings an manchen Stellen auch gehört, es ist effektiver, wenn man den auf Schaden stellt und halt einfach aushält und wartet, weil die Companions natürlich auch einiges an Schaden drücken können. Oder halt sowas wie Kiten oder so ein Kram macht. Ich würde das nicht festlegen, sondern ich würde das recht flexibel gestalten, je nachdem, wie es die Situation gerade erfordert. Ich habe ja auch gesagt, wenn Blitzschlag jetzt mal nicht so effektiv sein sollte oder ich das Gefühl habe, dass ich mit Blitzschlag nicht weiterkomme, dann werde ich auch umskillen auf Dot, also auf Madness, auf Wahnsinn. Weil, warum nicht? Ja, wenn es mich vorwärts bringt, dann ändere ich halt das Setup, sodass ich halt vorankomme. Genauso ist es halt, dass ich mit dem Tactical-Item spiele. Gefährte auf 50 regelt. Ja, das Problem ist halt, dass du dir nicht immer den Gefährten aussuchen kannst. Und jeden Gefährten auf 50 zu bringen, den du hier haben kannst, also das geht ja hier die gesamte Liste hier durch, dann musst du die alle auf 50 bringen und hier unten auch nochmal einen Teil. Ne? Oder welche Klasse man hat, das ist auch richtig. Wenn du einen Hexer hast, dann hast du natürlich leichte Rüstung, da ist Heilung vielleicht gar nicht so schlecht. Du kannst dich selbst heilen, okay. Wenn du jetzt einen anderen Charakter hast, einen Söldner zum Beispiel, der hat schwere Rüstung. Das heißt, du kriegst sowieso immer prozentual gesehen erstmal ein bisschen weniger Schaden. Da kannst du natürlich mehr auf einen DD-Companion dich verlassen. War das hier drüben? Ich habe irgendwo mal einen Screenshot gemacht von einem Sakul-Ritter, der sein Lichtschwert, ich sag mal, ganz komisch gehalten hat. Lässt du das? Das hätte man sauberer spielen können. Das hätte man schöner spielen können. Hätte ich keine Cooldowns gebraucht. Na gut. Das ist wieder eine. Das ist auch eine. Also in Gruppen zum Beispiel ist halt Elemental Convection, also Elementarkonvektion oder wie auch immer das im Deutschen heißt, deutlich effizienter. Und wenn du halt gegen Einzelne kämpfst, dann würde ich da auch eher auf Stormwatch zum Beispiel gehen. Ne? Und so würde ich dann auch mit dem Companion verfahren, wenn ich so das Gefühl habe, ich brauche die Heilung jetzt nicht, ich brauche Schaden, um den möglichst schnell wegzubürsten, den Gegner zum Beispiel. Dann schicke ich den halt auf Schaden. Söldner kann sich auch heilen, ja. Und Jedi Botschafter, ja, Botschafter, also Botschafter nicht, sondern der Gelehrte. Botschafter ist ja die allgemeine Klasse. Aber der Gelehrte kann das. Und der Schatten zum Beispiel kann auf Tank gehen, das heißt, er geht auf sehr Ausdauer. Lastigen Ausrüstung zum Beispiel, überlebt damit halt länger. Boah, der Lichtschwertwurf. Cool.
Der zieht mir einfach 40, 50% ab, ey. Oh, Wahnsinn. Ausdauerlastige Ausrüstung im Cap. Ja gut, hier ist nicht alles gecapped, wie du siehst. Aber auch wenn du Tankskillung drin hast, hast du ja andere Lebenswerte, bist ja auch über 170k. Das heißt, und dann mit den Def-Werten dazu hältst du natürlich was aus. Und es ist nicht alles gecapped, wie wir auch schon sehen konnten. Auch instanziert ist es teilweise uncapped. Was machst du denn hier von hinten oder was? Dir geht's ja wohl nicht mehr gut. Skytroopers Level 2. Dann haben wir schon über 100 Stück davon gekillt. Die in den Veteran-Flashpoints Gefährten auf Schaden stellt, kommt man durch, als wenn man auf Heil stellt. Ja, das ist genau die Sache. Weil du hast ja auch andere Möglichkeiten, da an der Stelle dich zum Beispiel noch zu heilen. Warum also den Heiler-Companion mitnehmen? Manchmal muss man auch sagen, in Meister-Flashpoints nimmst du dann teilweise einen Heiler-Companion mit, weil der heilt halt den Shit auch alleine. Vier Leute, also drei Leute oder ein Companion. Okay, verdammt, wir sind im Kampf mit dem. Wait, war der nicht Gold? Jetzt habe ich alle Buffs gezogen, weil ich Tanuvik als Gold gesehen habe, aber nicht den. Ach. Take a shuttle to the control spa. Ach so, jetzt müssen wir ganz nach oben und dann kommt da ja der Endboss. Ich erinnere mich. Und ihr geht fliegen. Funktioniert. Ist klasse. So. Hi. Grüß dich, ja, Quest. Herzlich willkommen. Und Pettix, danke für den Follow. Ist schon ein bisschen her, aber trotzdem danke. Okay, nicht stunbar, nicht kickbar. Wir warten 17 Sekunden auf den Cooldown auf dem Polarity Shift. Und dann schauen wir mal, was das bringt. Ne? So. Was machen wir die verbleibenden 3 Sekunden? So, Bubble F nochmal neu aufsetzen. Wir verstecken uns mal ganz kurz, heilen uns mal ein bisschen. Oh, er ist tot. Ich wollte mich gerade gegen heilen, aber das hat tatsächlich schon gereicht. Ja gut. Ich habe zwar das Crushing Darkness viel zu spät aufgesetzt, wenn man jetzt mal sich die Klasse anschaut, ne, von der Klassenmechanik. Aber gut. Das heißt ja auch, wenn Gegner nicht stun oder kickbar sind, muss man schauen, wie man rangeht. Line of Sight. Das ist ein Stun für sich, der funktioniert immer. Das heißt, du versteckst dich irgendwo hinter. Dann hört er auf und muss erstmal zu dir hinlaufen. Das ist Zeit, die du hast, all möglichen Kram zu machen, den er nicht haben will. Das heißt, du kannst dich heilen, du kannst Stacks aufbauen oder sowas, ne? Du kannst verschiedene Sachen machen, deinem Companion vielleicht noch eine Bubble geben, hier so eine statische Barriere oder sowas. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, da ein bisschen zu drumrum um Gegenstände halt zu arbeiten, wo du dich hinter verstecken kannst, so wie ich jetzt gerade bei dem Shuttle wollte. Das ist eine Sache, die funktioniert eigentlich immer und auch sehr zuverlässig und sehr gut. Es gibt ein paar Sachen, das ist richtig nervig, die da, zum Beispiel in dem neuen Flashpoint. Da ist es doof, weil da schießt er auch durch Gegner. Wenn man Lana auf Heilen stellt, kann die auch mal beziehen. Das ist richtig. Macht-Companions können das. Was ist, wenn nichts dergleichen in Sicht ist? Ja, dann ist doof. Dann kümmere dich, dann musst du dir was ausdenken. Das ist dein Worst Case. Aber auch da findet man eine Lösung. Da muss man dann halt adaptieren an die Mechanik des Gegners. Aber es gibt ja eigentlich immer was zum Verstehen, verstecken. Captain Lazna Delotrea. Nicht kickbar. Machen wir den?
Müssen wir. Ja, Defeat the Cool Invaders. Es kommen ja hundertprozentig Ads, aber ist mir an der Stelle dann auch ein bisschen egal. Denn die kann man kicken. Koth ist tot, HK ist da. 30k. Ja, natürlich läuft in dem Moment der Proc auf dem. Das überleben wir nicht. Der letzte Skytrooper. Okay. Ich überlege gerade. Ich hatte den Stun noch nicht mehr frei. Ich hätte sie natürlich wirbeln können, das hätte sie geheilt. HK, kannst du den mal bitte treffen? Ich habe sie, also das hätte sie geheilt, das wäre nicht das Problem gewesen. Also hätte ich mich zuerst um die Stormtrooper oder Skytrooper gekümmert. Wegrennen geht auch, ja, aber bloß bei Nahkämpfern, ne? Die Sprungtruppen haben ein Jetpack auf, wenn du sie runterkickst, sterben sie. Ja, ist klasse. Get to the controls bar. Wieder ohne Companion hier oder ist das wieder nur ein Bug? Ne, tatsächlich ohne Companion. So. Da sehen wir mal, Droiden können nichts. Lohnt es sich, Gefährten auf 50 zu ziehen? Naja, wenn du alleine unterwegs bist und dann kann das schon was bringen, weil die halt dann mehr heilen und sowas, ne? Also die sind halt dann kräftiger. Fürs Crafting ist es auch vorteilhaft, keine Frage. Jetzt hier für Meisterkapitel ist es halt so ein bisschen schwierig, weil du halt ständig andere Companions hast. Das heißt, alle hochzuziehen, mach das, wenn du das Geld hast, wenn du den Lust drauf hast, keine Frage. Wird aber, naja, ist nicht ganz, ne? Kostet halt. Arkan? Ja, Arkan. Festungswoche, ja, wird es im Februar geben. Mitte bis Ende Februar irgendwo. Gibt es eine Festungswoche? Nee, war in einem der letzten Kartellmarkt-Videos, glaube ich. Da hatte ich das mal angekündigt. Oder im Jahresabschlussvideo oder sowas war das. Kommt auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt im Februar. Ja, also Companion auf 50 lohnt sich auf jeden Fall. Für die Meisterkapitel ist es halt ein bisschen unpraktisch, dass du ständig andere Companions hast. Ich habe einen Companion wieder. Nein, 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 nein. Ich kann ihn nicht unterbrechen, aber ich kann weglaufen von dir. Und du bist verdammt langsam. Oh, du springst. How about no? Ja, spring mal dahin, ist cool. Da ist gut. Nein, 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 nein. Oh, das kann ich nicht unterbrechen. Da muss ich ganz schnell weg. Ja, den letzten Strike, der Master Strike, ne, der Meisterschlag, das ist eine sehr gefährliche Sache. Der letzte macht am meisten Schaden. Merkt euch das einfach. Der letzte macht am meisten Schaden. Na gut, das Würgen macht jetzt nicht so viel. Geht hauptsächlich erstmal lange. Nice.
Der letzte Teil vom Meisterschlag, der macht Schaden. Festungswoche, gibt es eine neue? Nein, Festungswoche im Sinne von, ich werde eine Woche lang jeden Tag eine Festung von euch vorstellen. Und damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen, weil ich habe halt viel zu viele Festungen noch von euch rumliegen. Oh, die ist verlangsam. Sind hier schon wieder welche? Ist aber das Damage Income erhöht durch den Drecksbuff. Debuff? Steht halt nicht drin. Warum schreibt man das nicht rein, was dieser Buff bewirkt? Klar, okay. Ich werde ständig verlangsamt. Hier sieht man's. Ist da jetzt eine Damage, also umgekehrte Damage Reduction drin? Also kriege ich mehr Schaden oder nicht? Was ist da noch mit drin? Guck mal, wie viel Schaden ich kriege. Das kann doch nicht sein. Ja, ich habe auch alle Festung. Deswegen, ich glaube, so ziemlich. Also, die meisten Leute haben alle Festung. Oder viele haben alle. Ich bin auch bloß auf dem Gildenschiff. Dachte nicht, dass hier noch was läuft. Hey, das war angekündigt. Zuse, grüß dich. Boah, wird hier dann. Sind wir hier bald durch oder war das los? Danke. Kennt ihr einen guten Sammelort für Tier 1 Kraftkristalle? Na, Tier 1 heißt, es sind die ersten Planeten. Also irgendwie Coruscant, Drum und Kars. Und da muss man halt einfach mal gucken, wo da Kristalle rumliegen. Meistens sind die ja so orientiert schon, also ne, Bio-Sachen hauptsächlich da, wo Tiere sind. Kristalle hauptsächlich da, wo irgendwie Relikte auch sowas rumliegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass du auf Drum und Kars zum Beispiel hinten am Tempel viele Kristalle findest. Hab die YouTube-Nachricht erst vor 20 Minuten bekommen. Ja, ist schade. Aber da kannst du YouTube für blamen, nicht mich. Ah, was haben wir hier Schönes gekriegt? 80er mit Force Sensitivity. Habe ich hier so ein Ding drin? Ja, okay. Dann ist das relativ nutzlos. Was haben wir hier noch? Ist jetzt alles nicht so der Brenner. Dann wird das entsprechend schön zerlegt und dann sind wir damit auch durch. Also das geht im Endeffekt so durch. Ne? Tier 1 sind halt die ersten Planeten, Tier 2 sind dann die nachfolgenden. Ne? Da wirst du dann auf Taris oder auf Balmorra was finden, je nachdem, welche Seite du spielst. Und dann geht es eben so weiter hoch und dann hast du nachher Tier 10, das ist dann halt 10 oder 11, also das höchste ist dann nachher auf Onderon. Da kriegst du dann die letzten Sachen. Muss man halt so ein bisschen zwischendrin gucken, wo du was kriegst. Auf den Zwischenplaneten halt. Ich bin auf unserem Gönnschiff nur, weil ich meine Festung nie eingerichtet habe. In einer Festung steht meine Vermächtnisbank, damit ich da was holen kann. Ja, so ist es bei mir ungefähr auch. 3 bis 4 Stunden oder 5 Stunden am Festung dekorieren. Oh Gott, ey. Drum und Kars vor dem Tempel der dunklen Seite. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich Kristalle. So. Dann schauen wir mal in unser nettes Fenster hier rein. Ich weiß ja jetzt, wir müssen hier vorne aufklicken. Das brauchen wir nicht machen. Anarchy in Paradise. Das ist dann Firebrand, das ist Kaleo dann. Das hatte ich vorhin mit der Lady of Sorrows verwechselt. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Aber vorher Disavowed verraten. Das ist dann, glaube ich, genau Eric Jorgen. Visions in the Dark. Oh, da habe ich auch überhaupt keine Lust drauf. Prophet and Plunder wird auch ziemlich cool. Da weiß ich nicht mehr viel, was da ist, aber du gehst auf dieses Schiff und klaust Gold. Manalore's Revenge ist da wann es, glaube ich. Gemini Deception ist das vorletzte Kapitel. Ja, und dann Battle of Odessen. Okay. Da habe ich ja Bock drauf hier. Run for the Shadows.
Okay, das machen wir als nächstes, aber ich mache eine ganz kurze Pause und bin dann sofort wieder da. So.
Ein kleines Wetter-Update. Schneit's bei euch? Bei mir ist gerade Schnee. Also, es schneit. Es bleibt nichts liegen, aber es schneit. Wollen wir uns mal gleich um Firebrand kümmern? Erstmal noch vielen Dank an Safio, Saintsland und Jakes für den Follow jeweils. Vielen Dank. Bei dir regnet's. Ja, das ist nicht schön. Aber gut. Auf geht's. Anarchy in Paradise, das 10. Kapitel. Mal gucken. Ja, es ist halt auch zu warm, dass der Schnee liegen bleibt. Also wir hatten letzte Woche hier Schnee. Anfang der Woche. Es lag dann noch 2 Tage, aber war noch fast 10 cm. Das war ganz gut. Aber war dann weg. Bei mir liegt Schnee. Heute Morgen gegen 1 Uhr hat es geschneit. Nicht schlecht. Hamburg. Ja, hab gehört, im Norden ist einiges an Schnee zugekommen. Nur bewölkt. Na, das ist ja immer noch ganz angenehm eigentlich. Die ganzen Nachrichten löschen. Na, erstmal ein hochkompetenter Fahrstuhl vorbeigefahren. So, mal gucken. Firebrand Idealizer. Ja, mal schauen, was die gute Tante dazu sagen hat. Ich denke mal, oder ich glaube, das ist jetzt diese Aktion mit böser Fahrstuhl, mit Overwatch, also mit diesem Sicherheitsdienst da, den man da umhauen muss. Aber ich bin mir halt auch nicht mehr sicher, mir fehlt halt so viel davon. So ewig nicht den Mist gemacht. Elemental Convection, wir sind im Skalierten und wir sind innerhalb einer Phase, das heißt, wir müssen mit Meisterschwierigkeit rechnen. Da ist noch einer. Hast du mir eine Granate an den Kopf geschmissen? Was ist denn das da? Tone Saw, Security Commander. Was macht ihr denn hier schon wieder, ihr beiden? Lasst mich halt in Ruhe. Aber ihr werdet auch noch mehr, ihr vermehrt euch hier auch noch vor Ort. Natürlich kriegt ihr noch so eine komische Granate hier raus, ey. Toren Saw, der kämpft. Toven Saw, der kämpft hier gegen irgendwen. Ich denke mal gegen Firebrand etc. Aimed Shot machen wir nicht. Das war schon wieder falsch rum, aber ist egal. Plasma Netz. Warum hast du den Donnerschlag nicht gecastet? Ich habe da raufgeklickt. Oh, da bin ich da reingelaufen. Das war nicht gut. Habe ich den noch unterbrochen gekriegt? Ja, er konnte ja nichts. Dann nur sein Plasmanetz, da gehst du einfach raus, so gut ist. Overwatch, dachte er, wenn es das Game. Nee, diese Sicherheits. Weiß ich, wie die im Deutschen heißt, hey. Diese Sicherheitsdienst hier von Sakul. Das ist die Overwatch, oder da gehen wir jetzt hin, glaube ich. Todesfahrstuhl. Ja, komm. Wir machen weiter. Ich bin voll dabei. Wow, die Face-Aggro einfach getriggert, instant. Ah, da ist der Gegner.
Wow, nein, du solltest. Der ist halt einfach durch den Kick gestorben. Ich wollte den zurückkicken zu dem anderen Heini, damit dann der Kettenblitz auf beide und so, ne? Und der Volt Rush auch, aber er ist halt einfach dran verreckt. Kannst nichts machen, ne? Ah, die Aktion ist das. Hier ist, glaube ich, auch einiges an Ads dann noch dazugekommen, oder? Ist immer so schön der Moment. Ah, warte mal, hier war ich schon mal. Irgendwie vor 300 Jahren oder so. Warum bin ich geslowed? Ja, willst du da. Ah, jetzt läuft er. Ich wollte gerade sagen, will er jetzt da stehen bleiben und nichts tun oder was? Gegner sieht deinen Fuß hinter der Kante direkt aggro gezogen. Ja, genau so ist das. Cutscene, ganz wichtig. Ich meine, ist ja nur logisch, ne? Du siehst da hinten aus dem Fahrstuhl, kommt was raus, da hat sich was bewegt. Natürlich schießt du dahin, keine Frage. Aber so funktioniert das Aggro-System nicht in SWTOR eigentlich. Ja. Jetzt weiß ich nicht, kam nachher denn noch diese Phase mit den vielen Bossen? Also mit dir, wo du. Nee, das hatten wir schon, oder? Obwohl, doch, das könnte jetzt noch kommen. Kann ich das runternehmen? Nee, ist auch Tech-Effekt natürlich. Ich will den Silber nicht besiegen. Dieser Slow. Gegen den Fahrstuhl gerannt. Erstmal zurücksetzen. Ja, doch, doch, das ist die Aktion. Hier kämpfst du jetzt gegen den, genau, und dann geht das weiter. Hier, Overwatch, da ist er doch. Also hier, das ist ein Overwatch, siehst du? Ja, Machtblitze drauf.